Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schleifenquadrat. Heute mit Thomas Raukamp, Sven Möller, Kaspar von Alverden, Stefan Molz, mir Sebastian Schlack und später noch dem Kollegen Tobias Friedrich, der uns was zu Sennheiser erzählt. Das ist mit aller Wahrscheinlichkeit die letzte Folge, die wir in diesem Jahr produzieren und veröffentlichen und damit eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt für Rückblicke, weil es gibt noch nicht genug Rückblicke zu dieser Zeit. Wir gucken ein bisschen zurück aufs Apple-Jahr und ich würde sagen, Stefan fängt mal an. Haben wir noch einen Stefan? Guck mal hinter dich, ob da noch jemand sitzt. Nein, Mist. Ja, genau, vollkommen unvorbereitet gehen wir quasi in die Highlights 2018. Mal gucken, was da so zu Rande kommt. Idee einfach einmal aufs Jahr 2080 zurückblicken und sich überlegen, was so persönliche Tops und Flops vor allem im Hinblick auf Apple waren. Was fangen wir an? Hardware, Dinge, die man greifen kann. Wenn ich hier so auf meinen Arm gucke, die Apple Watch Series 4 war so, glaube ich, mein Highlight dieses Jahr. Die iPhones waren ja mehr so Pflicht statt Kür. Wie das nun mal so ist mit den S-Jahren. Aber die Apple Watch, finde ich, hat doch substanziell hinzugewonnen. Sieht deutlich schicker aus. Funktional auch dazu gewonnen. Ich mache es jetzt ganz clever. Es ist zugleich mein Top, aber auch mein Flop-Produkt des Jahres, weil Funktionalität eben auch noch brach liegt. EKG-Funktion hat Apple ja auch nur angekündigt für dieses Jahr verfügbar in den USA, aber der Haben-Wollen-Effekt ist natürlich trotzdem da und man ärgert sich und denkt, ach ja, vielleicht hätte es ja doch irgendwie einen Workaround gegeben, dass man einfach die Regionen umstellt und dann die Funktion doch schon auch hier in Deutschland nutzen kann, aber nee, nix da. Das Ganze funktioniert nämlich nur dann, wenn die Uhr auch in den USA gekauft wurde und gibt keine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen. Das heißt, schicke Uhr, schönes Display, theoretisch auch mit schicken, tollen neuen Funktionen wie etwa dem EKG, aber liegt noch brach und ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange es brauchen wird, bis da irgendeine Zulassung in Deutschland vorliegt und das Ganze dann auch hierzulande funktioniert. So softwareseitig, wenn ich mir so in mich gehe und überlege, war das, glaube ich, ein wenig ereignisreiches Jahr. Wenn man es dann noch ein bisschen erweitert, Blick vielleicht auf Services, ist natürlich ganz klar Apple Pay. Ein super großes Thema jetzt hier in Deutschland, quasi so auf die letzten Meter des Jahres. Auch hierzulande noch gestartet, kommen wir gleich auch sowieso separat nochmal zu. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht weiter ausführen wollen und übergeben an den nächsten Kollegen, der am wenigsten vorbereitet ist. Ich bin so gut wie überhaupt nicht vorbereitet, da hast du wohl recht, ja. Du hast das Stichwort gegeben, eigentlich war 2018 primär noch, doch ja. Ein Jahr der Modellpflege, oder? S-Jahre hast du das genannt, oder? Genau. Also wenn man sich so den Apple-Produktkatalog anschaut in diesem Jahr, dann würde viel geupdatet. Also auch Dinge geupdatet, mit denen vielleicht keiner mehr gerechnet hat. So ein MacBook Air oder Mac so. Mini. So ein Mac Mini. Habt ihr mit einem Mac Mini gerechnet? So richtig doll noch? Nein. Ich muss ehrlich gestehen, vor der Keynote hätte ich eher Geld drauf gesetzt, dass ich den Artikel zum Mac Mini nicht schreiben muss. Das ist gehofft, oder? In der Hoffnung nicht unbedingt. Ich hätte tatsächlich wirklich darauf gewettet, dass der Artikel nicht kommt, weil kein Mac Mini kommt. Also ich war fest überzeugt, es gibt keinen. Hätte ich auch nicht mehr gedacht. Hätte vielleicht Apple auch nicht mehr gedacht. Ja. Ich hätte nicht auf den Zeitpunkt gewettet, ehrlich gesagt, aber ich war mir schon immer sicher, dass da nochmal was kommt, weil das einzige Apple-Gerät ist, was momentan in irgendeiner Form wirklich servertauglich ist.
Wir haben ja gestern mal wieder für die Leute draußen, wir haben gestern mal wieder ein Heft abgegeben, das finde ich sehr schön geworden ist und auch in der Kürze der Zeit sehr schön geworden ist, denn man muss wissen, vor Weihnachten haben wir immer ein bisschen weniger Zeit für die MacLife, weil die Druckereien über Weihnachten eben nicht drucken, die wollen auch mal frei haben. Das muss alles automatisiert werden. Und so. Und deshalb müssen wir immer so, was weiß ich, eine Woche früher fertig werden. Ich finde, wir haben wieder ein sehr schönes Heft gemacht und jetzt habe ich den Faden verloren. Wie bin ich da hingekommen? Ich kann zwischendurch ein bisschen Transparenz noch mit reinbringen, weil also natürlich, also die Druckereien, die würden auch drucken. Das ist irgendwann eine Preisfrage. Ach so. Und tatsächlich auch vor allem eine Preisfrage, was so Speditionen verlangen, wenn die dann auf einmal am 25., 26., 12. durch die Gegend fahren sollen. Da kann man nämlich gerne mal für so eine MacLife 2.500-3.500 Euro mehr zahlen, nur Vertriebskosten. Die sparen wir uns dadurch ein, dass wir uns selbst hier kasteien und weniger Zeit fürs Heft haben. Ist das nicht schön? Wir sind deshalb drauf gekommen, wir haben ja immer diese Hardware-Übersicht da drin. Und da steht ja immer, wann wir erwarten, dass ein Gerät abgedatet wird. Und das steht dann beim Mac Mini 2019. Da habe ich sehr verwundert Herrn Schack hier angeguckt und gefragt, erwartest du wirklich, dass Apple 2019 den Mac Mini updatet? Und da hat er genickt und hat gesagt, dann mussten wir es drin lassen. Erwarte ich eigentlich nicht. Also frühestens 2020 oder wenn überhaupt nochmal. Kommt ja auch drauf an, wie sich diese Schachtel jetzt verkauft. Ja, also Sebastian, Schack, du meintest ja, dass zumindest neue Prozessoren 2019 kommen könnten. Ja, ich glaube, die schieben einfach jetzt alles, was Intel rausbringt, schieben einfach automatisch mit rein und fertig. Ja, aber das hätten sie ja die Jahre davor auch schon machen können. Und es hat jetzt wie viel lange? Vier Jahre gedauert? Genau. Vorher war der Mac Mini zu günstig dafür. Meinst du? Jetzt haben sie einmal eine große Show draus gemacht, haben gesagt, hier ist eine neue Farbe, ist völlig neues Gerät, kostet das Doppelte, aber kostet deutlich mehr als vorher. Vielleicht lohnt es sich zu dem Preis deutlich eher, da auch die Prozessoren zu aktualisieren. Ach, das wäre doch sehr schade, wenn Apple einfach so weitermachen würde und einfach nur so ein bisschen Prozessoren updatet überall. Also ich finde, das wäre dem treuen Mac-Anwender, der auch mal auf was wirklich Neues, auf wirkliche Ideen wartet, hart- und softwareseitig, wäre das doch unangemessen, wenn das jetzt so weitergeht. Einfach mal, oh, es gibt einen neuen Intel-Prozessor, lass uns den nochmal in Mac Mini einbauen. Das ist doch traurig, oder? Das habe ich für die Stimmung kaputt gemacht. Ja. Nö, also ich sehe den Mac Mini halt tatsächlich eher als Servergerät und da ist es genau das, was man erwarten wird. Also ich glaube nicht, dass irgendwer den Mac Mini noch kauft, also zumindest eine signifikante Anzahl, um sich den auf den Schreibtisch zu stellen, vor allem privat nicht. Wenn Sie anderer Meinung sind, ganz genau. S.chuck@falkemedia.de oder rufen Sie in unserer Mailbox an. Ja, warte, ich drücke den magischen Knopf. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431-200-766-705. Ich wiederhole, 0431-200-766-705. Danke, du kannst Siri bestätigen, Herr von Allwörden, dass ganz viel Interesse auf MacLife.de, eigentlich sollte Stefan bestätigen, für diesen Mac Mini-Artikel war. Das können doch nicht alle Serverleute gewesen sein. Nein, also wie gesagt, gefühlt gehen Leser und Redaktion in dem Fall ein bisschen auseinander. Also. Und Herr Schack. Und Herr Schack, ja. Weil die Leute ja schon auch gespannt waren auf den Mac Mini und man hat auch lesertechnisch, was so Mails oder Kommentare oder auf Facebook oder so betrifft, habe ich persönlich für den Mac Mini deutlich mehr Feedback bekommen als für das MacBook Air, was ja laut Apple angeblich der beliebteste Mac ist. Also so meinem Gefühl nach ist es einfach auch eine gewisse Enttäuschung, die sich breit gemacht hat. Man wartet so lange auf eine Aktualisierung und dann ist es am Ende vor allem eine Preisverdopplung, die einen da irgendwie erwartet. Gut, ich meine, das Ding ist jetzt auch irgendwie so netter, schöner, schneller, aber das ist doch auch ja, ein Feature, es hat nicht mehr der Einsteiger mehr. Aber zum Preis kann ich nochmal kurz sagen, ich habe mir die Preisentwicklung mal angeguckt vom Mac Mini, die war 2010, hat er auch schon mal 800 Euro gekostet. Also es ist klar, es ist mit der Zeit dann gesunken und jetzt wieder verdoppelt. Aber er war nicht immer so günstig. Cool. Ich finde aber auch, dass das MacBook Air, das hat, glaube ich, auch deswegen so wenig Interesse hervorgerufen, also unter unseren Online-Lesern, weil das schon so der Mac for the rest of us ist. War vorher zumindest zu dem Preis von ungefähr 1.000 Euro, jetzt bei 1.350 Euro, 1.400 Euro, vielleicht auch nicht mehr.
aber ich glaube, das ist einfach, das ist nicht der Mac für die Apple-Nerds, die auch größtenteils unseren Lesern gehören. Da ist dann das MacBook Pro interessanter oder vielleicht das MacBook One ohne Namen. Jetzt kann ich deiner Argumentation nicht folgen, wenn das doch der Mac für den Rest auf uns ist. Ja, the rest of uns. Dann sollte er doch ganz viel Interesse hervorrufen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das MacBook Air wird vor allem von Leuten gekauft, die sagen, ich brauche einen Computer, gehen in den Apple Store, kaufen MacBook Air. Das sind nicht die Leute, die täglich MacLife.de lesen. Vielleicht sogar nicht mal wöchentlich oder monatlich. Herr Moltz, klären Sie uns auf. Könnte ich sogar gar nicht mit Blick auf die Website so bestätigen, sondern mit Blick in die Verwandtschaft. Meine Schwägerin wollte einen Mac haben. Und, war das anekdotische Evidenz? Ja. Und das Naheliegendste ist, ja, gut und günstig. Und dann hast du ihr ein iPad geschenkt. Gut. Nein, das war nicht das, was sie wollte. Schon so richtig mit Tastatur und so, also mit richtiger Tastatur und so. Und Bildschirm und Kompatibilität zu Word und allem, was man so kennt, geht auch auf dem iPad, ich weiß. Aber wie gesagt, Preis das ausschlagende Argument. Und wenn du natürlich irgendwie vor der Entscheidung stehst, irgendwie... ja, 1000 Euro auszugeben und du kriegst irgendwie ein Notebook für den Preis oder einen Mac Mini, wo du dir noch die ganzen Klump dazu kaufen musst. Wie nannte das Apple dann eben? Bring Your Own? Genau, Bring Your Own, Keyboard, Maus, Monitor. Genau. Dann ist natürlich, spricht der Preis zugunsten des MacBook Airs und ja, ich glaube, so wird das vielen gegangen sein. Die gehen halt in den Apple Store oder in den Mediamarkt, viel eher noch. Die wollen sich irgendwie ein Mac mitnehmen. Und Mac ist, glaube ich, für viele auch gleich verbunden mit einem Notebook. Und da war einfach das MacBook Air über lange Zeit einfach die günstigste Option, auch mit Blick darauf, dass es das eben auch im 13-Zoll-Bildschirm gab. Und gut, das 11-Zoll-MacBook war, glaube ich, preislich teilweise auch drunter unter dem MacBook Air, aber war dann halt auch echt eine kleine Kiste. Das 11-Zoll war ja sogar MacBook Air. Ich wollte gerade sagen, 12. Ja, ein 11-Zoll MacBook, so rum, ja. Aber es gab sogar noch ein 11-Zoll MacBook Air. Aber das war ja, ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Wie lange ist das her? Das ist schon lange abgekündigt, das stimmt. Das war auch beliebt. Also ich kenne viele, die das auch immer noch haben. Ja. Aber naja, auf jeden Fall jetzt 2018. Was war dann dein Highlight, Sven, 2018? Ich jetzt? Ich bin überhaupt nicht. Ich habe meins gar nicht genannt, aber ist ja egal. Nein, aber rede ruhig. Ich wüsste, ich bin in der Mangelung eines Highlights, jedenfalls wenn es um Apple geht. Achso, dir fällt gar kein Highlight ein. Nein, nicht wirklich. Bei Modellpflege fällt mir keins ein. Also von Apple habe ich kein wirkliches Highlight. Diese Apple Watch habe ich noch nicht benutzt. Ich habe jetzt gelesen und auch in den kommenden News drin, dass die Apple Watch 3 immer noch beliebter ist im Verkauf als die Apple Watch 4. Hm. Das ist wohl eher eine Preisfrage. Ja. Ja, mach mal 250 Euro an der Kasse Unterschied. Ja. Je nachdem, wo und wie günstig man kauft, aber. Und hat auch für die meisten keine signifikanten Verbesserungen vermutlich. Also ich persönlich schon, ich bin wirklich großer Fan von Apple Watch und glaube, dass die Apple Watch die ist, die Apple von vornherein hätte verkaufen wollen, wenn sie gekonnt hätten. Und, na klar. Da wollten sie von vornherein hin. Aber wenn ich jetzt an Apple Watch 3 hätte, ja, es gibt das größere und ein bisschen bessere Display und es gibt diese EKG-Funktion, die es für uns noch nicht gibt. Ich würde es auch noch nicht zwingend eine neue kaufen. Das iPad Pro fand ich schon beeindruckend auf der Präsentation, muss ich sagen. Ich sehe es jetzt gerade bei dir, Kasper. Ich finde es nach wie vor schön mit den sehr niedrigen oder sehr schmalen Rändern. ja, ich denke, da können wir den Ball wieder aufgreifen. Das ist eigentlich das iPad, das Apple von Anfang an bauen wollte. Ja. Es sollte einfach ein iPad sein. Ich finde sowieso die Unterscheidung iPad Pro, es sollte ein iPad geben. Und das sollte das iPad sein. Ja, wobei sich das normale iPad ohne Pro ja, glaube ich, auch ganz gut verkauft. Das ist ja ein beliebtes Gerät, weil das ja trotz seinen günstigen, ich weiß nicht, wo liegt es, 350, 70, 90? Unter 400 auf jeden Fall. Unter 400.
Der größte Nachteil, der mir beim iPad ohne Namenszusatz einfällt, ist ja nur das Display. Der Rest des Geräts ist ja wirklich gut. Der Stift ist ja auch mit dabei, der Apple Pencil, der ältere. Wir jammern auf hohem Niveau. Ne? Ja. Es ist, also das iPad hat kein schlechtes Display. Vor allem für unter 400 Euro findet man kaum ein Tablet, was da noch mithalten kann. Findet man noch Tablets? Ja, eben, eben. Gut, die großen, also Samsung, Huawei und wie sie alle heißen, die bauen schon noch Tablets, aber... Die hat keiner, oder? Also, die hat keiner, nein. Anders als bei Smartphones? Also hier, wir reden von hier. Ich weiß nicht, wie es irgendwo anders aussieht. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich sehe sie aber auch in freier Wildbahn selten. Also ich sehe sie immer in den Mediamarkt-Prospekten als kauf dir irgendwie einen neuen Fernseher und du kriegst noch gratis irgendein olles Tablet dazu. Ja, aber wenn man so durch Einkaufsstraßen, Cafés geht, wenn man mal am Flughafen sitzt oder so. Klar, Menschen haben überwiegend kein iPhone, aber Menschen, die ein Tablet haben, haben immer ein iPad dabei. Ich meinte jetzt auch mit woanders, vielleicht Asien oder so. Das kann sein. Okay. Das sind ja riesige Märkte. Ja. Ich musste nur ein bisschen diesen Monat lachen. Als es denn hieß, dass Apple ja wohl jetzt plant, Apple Music für Android-Tablets umzusetzen, da musste ich doch ein bisschen lachen, weil nicht mal mehr Google unterstützt Android auf Tablets. Boah, dann kann es jetzt mal Apple tun. Ja, also ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich finde es ganz okay, wenn es ein normales und ein Pro-Gerät gibt. Ich würde mir diese einfache Aufteilung einfach für die gesamte Produktpalette wünschen. Vielleicht nicht bei der Watch, da finde ich, muss es keine normale und eine Pro-Watch geben, aber... Gibt's ja Special Editions. Ja, aber die kann ja von der Hardware nicht mehr oder weniger als, ja, aber iPad Pro, wir haben es auch schon mal, wir hatten auch schon vor 2-3 Ausgaben des Podcasts darüber gesprochen, dass wir diese Namensgebung grausam finden. Ich will die Diskussion nicht nochmal wieder aufmachen, aber es wäre einfach so schön, ein MacBook Pro, ein iPhone Pro und fertig ist die Laube. So. Womit wir beim iPhone sind, ne? Richtig. Super, ja. Ist das dein Highlight? Das ist ja ganz cool. Modell. Ja, ich nutze ja das 10S Max. Ja, super. Vorher hatte ich das 8 Plus im Gebrauch. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung, ja. Die Bedienung funktioniert einwandfrei, Face ID perfekt. Die Fotos werden immer schöner. Oh ja. Das ist echt beeindruckend, gerade was Fotos im Dunkeln oder bei wenig Licht angeht. Das ist schon hübsch. Ja. Aber ganz schön teuer auch, ne? Ja, Geschenk gibt's hier nicht. Ne? Was sagen wir zum iPhone 10R? Unklar. Also ich bin ja tatsächlich Fan davon. Ich glaube, also ich habe ja vorher schon das 10S benutzt und habe dann das 10R noch dazu bekommen, weil es noch später das rauskam. Hast du zwei Hosentaschen? Genau. Ich finde, es ist halt das hässlichere Gerät, weil es die deutlich breiteren Ränder hat. Ja, das fällt aber, glaube ich, nur auf, wenn man vorher schon das 10er oder 10S in der Hand hatte. Und ansonsten halte ich es für ein wirklich großartiges Gerät. Und ich glaube auch, mein Apple wird es uns nicht mehr verraten, weil die ja nun keine Verkaufszahlen mehr bekannt geben wollen ab dem nächsten Quartal. Aber ich glaube schon, dass das iPhone ist, was die meisten, dass das das neue iPhone ist, was die meisten Menschen kaufen werden. Ich bin ja 2 Wochen von meinem 10er auf das 10R umgestiegen, um es mal mehr anzugucken. Und das, was mich an dem Gerät gestört hat, sind nur Dinge, die Leute stören, die von einem 10er oder einem 10S auf das 10R umsteigen. Und ich denke, das dürfte der kleinste Teil sein. Und was war das? Das fehlende 3D-Touch hat mich an vielen Stellen einfach, weil ja, du kannst beim 10R lange auf die Leertaste drücken und dann den Cursor bewegen. Das ist eine der Funktionen, die ich eigentlich, weiß ich nicht, 100 Mal am Tag benutze. Mhm. Also quasi als eine Art Trackpad. Aber das hat nie so gut funktioniert, wie wenn du es mit 3D-Touch machst, weil da ja diese Drucksensitivität fehlt und oft genug hat er nicht erkannt, dass ich lange auf die Leertaste drücke oder ich habe nicht lang genug oder zu kurz oder und so weiter und so fort. Also ich bin wahnsinnig geworden. Wer das nicht hatte bisher, 3D-Touch, dem wird das nicht fehlen. Und das Display, es ist mir schon aufgefallen, dass es ein schlechteres Display ist. Und vor allem, es ist kein OLED. Und ich habe mich inzwischen an die OLED-Display-Technologie mit meinem 10er einfach gewöhnt. Und da fällt schon auf, dass es ein LCD und eine schlechtere Auflösung hat. Aber wer von einem 4S oder von einem 6S umsteigt, der wird da keine Probleme mit dem Display haben, denke ich. Was ist denn dein Highlight, wenn es nicht das iPhone 10R ist? Mein Highlight ist tatsächlich, und jetzt sind wir ein bisschen wie bei Stefan mit der Apple Watch Top und Flop gleichzeitig, das iPad Pro ist bei mir zum einen das Top des Jahres und zum anderen
der Flop des Jahres. Warum Flop? Erläutern Sie. Top ist die Hardware. Und ich bin der Meinung, wie Thomas auch schon gesagt hat, das ist das, wo Apple gerne mit dem iPad hin wollte von Anfang an. Das ist eigentlich nur noch ein Display mit sonst nichts mehr dazu, kein Button, gar nichts mehr. Ja, natürlich lauter leise Taste, Power-Button, da bin ich auch ganz froh, dass das noch da ist. Endlich USB-C, was mich auch sehr freut. Und dann kommt aber die Software, die zum einen die Freude bei USB-C schon wieder einschränkt, weil du gewisse Dinge nicht dran gebommelt kriegst und weil da einfach ein Handybetriebssystem drauf läuft. Fertig. So, ich würde wirklich, wirklich gerne mein MacBook durch ein iPad Pro ersetzen, aber es geht einfach immer noch nicht. Nicht fürs produktive Arbeiten, bin ich der Meinung. Ich fürchte, ich kann mich, was so Highlights anbelangt, da dann nahtlos anschließen. Also für mich ist auch das iPad Pro. Das ist so das iPad, mit dem ich unterwegs wirklich, wirklich gut arbeiten kann. Vorher habe ich da schon so ein paar Einschränkungen gehabt mit dem letztjährigen iPad Pro. Das neue ist ja auch den allermeisten Macs völlig überlegen. Man muss ja, also man kann aktuell auch kein MacBook Pro in der Basisausstattung kaufen, was mehr Power hätte. Man muss da schon nochmal mehr Scheine drauflegen, um was Stärkeres zu bekommen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Der neue Stift ist großartig, aber ja, es hakt an der Software, was wir auch schon mal diskutiert haben in unserem iPad Pro Spezial, ja. Der letzten Folge. Der vorherigen Folge von Schleifenquadrat und auch was in den Reviews mit drin steht. Sonst habe ich noch als echtes Highlight, schließe ich mich Stefan an, zum einen die Watch. Ich bin da sehr glücklich mit. Wie gesagt, das Upgrade von der 3 auf die 4 würde ich nicht jedem empfehlen, aber wenn man die 4 hat, ist sie sehr geil. Und Apple Pay, aber das ist ja ein gesonderter Punkt und ach ja, das ist mein Punkt für das nachher. Kommen wir später nochmal zu. Ich denke aber auch. Aber es scheint so beim iPad und bei der Apple Watch, als wäre Apple aus der Beta-Phase raus und hätte endlich Geräte gebaut, die sie von Anfang an hätten bauen sollen. Bei der Apple Watch geht's mir auch so, dass bei der ersten dachte ich, nee, das ist alles Quatsch und jetzt so mit der 3 und jetzt mit der 4 ist das endlich stimmig. Bei der Apple Watch gehe ich da voll ganz d'accord. Beim iPad, da hat Apple einfach dieses Jahr auch den Anspruch verschoben. Also bisher war ich mit einem iPad, auch mit dem letzten iPad Pro, war ich nie wirklich unglücklich. Ich fand die immer sehr gut, habe die immer gerne benutzt. Seit Apple gesagt hat, okay, das ersetzt einen Laptop oder ist ein vollwertiges Arbeitsgerät, seitdem schleicht sich für mich da auch so ein, aber A, B, C, D und bis G runter gehen einfach nicht oder gehen schlecht. Ich war nie unglücklich. Ich bin jetzt erst mit der neuesten Generation bin ich unglücklicher geworden, weil Apple den Fokus so verschoben hat. Weil der Anspruch höher geworden ist. Genau, und damit auch mein eigener Anspruch an, wie es funktionieren hat. Ja, dann hoffen wir mal auf iOS 13. iOS 13, ja, womit wir quasi auch, also wenn wir keine weiteren Highlight-Punkte haben, sind wir quasi beim nächsten Punkt, nämlich im Ausblick auf 2019. Wobei man zu 2018 noch sagen könnte, dass es image-technisch ein desaströses Jahr für Apple war, finde ich. Inwiefern? Apple gilt einfach als angeschlagen. Apple gilt als komplett überteuert. Ich finde, insofern war es kein gutes Jahr von Apple. Ja, 2017 war ja, glaube ich, aber auch schon nicht so prickelnd mit den ganzen Sicherheitslücken. Aber ich glaube, jetzt ist ein gewisser Damm gebrochen, dass diese Schraube, an der sie immer weiter gedreht haben, das war in erster Linie die Preisschraube, dass jetzt dieser Moment gekippt ist, wo die Leute sagen, ja Leute, jetzt ist es soweit, dass ich nicht einsehe, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Android ist auch toll. Es erscheinen Artikel, die natürlich auf dieser Welle reiten, wo es dann heißt, ich bin zu Android umgestiegen, hätte ich das mal vor 3 Jahren gemacht oder was weiß ich. Ich finde schon, also besonders in den letzten Monaten, nach den Keynotes ist das Apple-Image eher ins Negative, ins Raffgierige gekippt. Das ist meine Einschätzung, wenn ich so besonders online durch die News gehe. Weil ich mich mal frage, ob echte Menschen eigentlich auch Geräte wechseln oder es nur Tech-Journalisten sind, die sich das leisten können, zweites Gerät dazu zu kaufen und die auch diesen Schmerz nicht haben, weil die ohnehin für jede App, die sie jemals gekauft haben, irgendwie einen Gratis-Code bekommen haben. Gut, das Problem ist, dass sie die Stimmung mitbestimmen. Das stimmt natürlich, ja. No? Ja, die Frage, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also für mich hat sich die Frage nie gestellt, zu wechseln, aus diversesten Gründen ins Android-Lager. Ich fände es mal spannend, auch da könnt ihr gerne mal anrufen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, warum das so ist oder warum vielleicht auch nicht. Weil für mich wäre es tatsächlich ein ernsthafter Grund, ich habe sehr, sehr viel Geld in den App-Store versenkt und, also nicht versenkt, ich habe da was dafür bekommen, aber ich habe sehr, sehr viel Geld im App-Store gelassen und in iTunes gelassen und ich mag Apple Music sehr gerne, was es ja auch auf Android gibt inzwischen.
Nee, mir wäre das zu teuer, quasi zu wechseln, wenn ich all das nochmal mir irgendwie kaufen müsste, all die Filme aber und Serien, ja, die ich weitergucken möchte. Das ist ja genau einer der Vorwürfe, die man Apple eben auch macht, dass sie quasi den Kunden so in ihr Ökosystem reinziehen, dass du gar nicht mehr anders kannst, als mit dabei zu bleiben, weil der Wechsel dann wirklich mit Schmerzen verbunden ist. Und mit Kosten, ja. Aber ist auch auf beiden Systemen so, oder nicht? Ja, ich kriege meine bei Amazon gekauften Filme und die bei Google Play Store gekauften Apps kriege ich auch nie wieder raus, auf ein anderes System. Ja, und Google geht auch mal mehr in die Richtung, dass die Geräte immer besser miteinander vernetzt sind. Also das war ja immer für mich auch einer der Gründe, im Apple-Ökosystem mich so wohl zu fühlen, weil die Geräte einfach perfekt miteinander umgehen konnten. Und da ist Google ja ganz stark nachgezogen. Also wenn du wirklich Hardware von Google kaufst oder auf Android setzt, auf modernere Versionen, dann ist das ja auch deutlich besser geworden als früher noch. Und du kriegst das ja auch mit dem Windows-PC inzwischen alles besser verbunden. Das war halt früher einfach so eine Frickelei, verschiedene Hersteller miteinander zu verknüpfen. Da war Apple immer schon deutlich besser. Und das ändert sich halt auch in letzter Zeit. Also auch nicht mehr unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Hinzu kommt die Software. Wenn du konsequent mit Google-Apps arbeitest, die dir zur Verfügung stehen, die greifen wunderbar ineinander. Vielen Leuten mögen jetzt natürlich die Haare zu Berge stehen, wenn sie nur den Namen Google hören, natürlich. Ja. Gilt ja immer als Krake. Hm? Ja, das wird sowieso dann jeder für sich entscheiden müssen. Genau. Wem er die Daten irgendwie. Genau, das können wir hier, denke ich, das Fass wollen wir gar nicht aufmachen. Das machen wir im Spezialpodcast. Dann kommen auch nicht alle lebend raus, glaube ich, aus der Nummer. So, wollen ja alle das neue Jahr noch erleben. Das neue Jahr, genau. Was muss denn 2019 passieren? Was muss 2019 anders werden, damit wir alle wieder mehr zu Fans werden? Ich wünsche mir einfach mal wieder Kribbeln bei einer Keynote. Ich wünsche mir irgendeine Idee. Und wenn es nur ein neues Design vom iMac ist oder von irgendeinem Mac, irgendwas. Ich wünsche mir ein Projekt Mac OS 2022 oder was weiß ich. Ich kann den Finder nicht mehr sehen. Ich kann dieses ganze Design nicht mehr sehen. Es sieht für mich so 90er aus. Ich wünsche mir da irgendwie mal einen Impuls, der mir sagt, Apple erfindet irgendwas neu. Und dass das klappt, jetzt sind wir wieder bei Google. Die haben dieses Fusion. Mhm. Das ist bisher heiße Luft und Kuchenkrümel. Trotzdem bist du im Gespräch damit. Ist doch gut. Dann wäre Apple mal wieder mit irgendwas im Gespräch, außer mit Preisen und mit, es gibt mal wieder neue iPhones. Ach, langweilig. Das wird sich Apple, glaube ich, meines Erachtens nach nie erlauben. Apple wird eine Produkte-Company bleiben und keine Projekte-Company werden. Denn auch aus der Erfahrung heraus, was die für einen Shitstorm ernten, wenn sich nur mal ein echtes Produkt verzögert, wie jetzt die AirPods oder so. Oder AirPower, genau. Was da auf die eingeschlagen wird. Was nie erscheinen wird. Niemand wird erleben wollen, was eigentlich passiert, wenn Apple ein Projekt vorstellt, das 2 Jahre so ein bisschen vor sich hinhalten und sagt, ach, machen wir doch nicht. Ja, aber läuft das denn noch so besonders toll für Apple als Product Company, wie du es nennst? Berechtigte Frage. So toll läuft es doch gar nicht mehr. Berechtigte Frage, ja. Na? Wenn Projekte nicht sogar ganz abgesagt werden. Also ich finde mittlerweile eine Apple-Keynote so interessant wie ein CDU-Parteitag. ähnlich konservativ. Wobei und die in New York jetzt besser war. Die in New York war besser, fand ich. Also, ja, okay, gut, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Die iPhone im September war, ja, da kam ich so sehr mit gemischten Gefühlen raus, ja. Aber die im Oktober war deutlich angenehmer. So. Ist natürlich auch bewusst überspitzt formuliert, aber ich wünsche mir einfach mal wieder irgendeinen Impuls und nicht immer nur, hey, wir haben iPhone, wir haben iPad und wir haben Mac, die haben neue irgendwie Displays, Kameras und Prozessoren. Na toll. Ich möchte da einhaken, weil du gerade schon von Mac OS 2020 quasi sprachst. 22. Okay, ja, von mir ist auch noch 2 Jahre obendrauf. Ich habe ja eben schon gesagt, iPad ist für mich 2018 hardwaremäßig top, softwaremäßig flop. Mir geht es auch ein bisschen mit Mac OS so. Ich würde mir wirklich mal wünschen, vielleicht schafft man mal den Sprung auf Mac OS 11. Es wäre an der Zeit. Wir haben zweistellige Kommazahlen. Wie soll man das darstellen? Es gibt ja nicht mal mehr Mac OS 10. Wir haben 10.14 sind wir jetzt inzwischen. Mhm. Verrückt. Welcher Hersteller von Software macht
zwei Stellen hinter dem Komma bei Betriebssystemen. Also das ist irgendwie bestimmt Google Chrome, haben die nicht. Die sind irgendwie bei 62, oder 70 sind sie jetzt, glaube ich. Diese Fragen nach Mac OS 11 hat damals der werte Chefredakteur David Andel für die Langzeitleser, hat er damals schon nach Mac OS 11 gefragt. Okay, siehste. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, Stefan. Ja, ja, das ist schon, das war vor dem Gipskrieg. Ja, also insofern, ich finde, dass softwaremäßig einfach mehr passieren müsste, weil was war das Mojave-Feature? Der Dark Mode. Der gefällt mir, ich finde ihn gut. Ich will ihn auch nicht mehr missen. Ich möchte ihn auch nicht mehr missen, aber das kann doch bitte nicht das Killer-Feature eines Betriebssystems sein, wenn wir ehrlich sind. So, und auch funktioniert er an manchen Stellen immer noch nicht so, dass ich, also der Kalender, wir haben schon mal drüber gesprochen, als Mojave rauskam, ich finde den Kalender, der sieht immer noch mit seinen quietschbunten, ich finde irgendwie, stimmt das nicht. Ich so. Glaube, du musst deinen Monitor mal kalibrieren. Ja, das könnte auch sein, das habe ich schon versucht. Das wird dann gekriegt. Ja, aber das Problem ist doch vielleicht auch, dass Apple sich selbst damit sehr unter Druck setzt, indem es quasi jedes Jahr ein neues OS anbietet. Vielleicht wäre es sinnvoll, da einfach die Frequenz auch runterzufahren, um dann auch in größeren Abständen deutlich substanzieller Neuerungen bieten zu können und nicht nur irgendwie immer so ein, zwei neue größere Funktionen, ein paar Fehlerbehebungen, viele neue Fehler, so das, was man jetzt halt so die vergangenen Jahre über hatte. Also ich wäre da auch, also mir hätte jetzt nichts gefehlt, jetzt nicht auf 10.14 dieses Jahr abzugraden. Ich meine, wie gesagt, Dark Mode war ganz nett, aber gut, hätte auch noch 12 Monate weiter überlebt. Ja, ohne. Und das verlangt doch auch im Gegenteil Dark Mode, das wäre doch eine nette Geschichte gewesen, hey, wir schieben als Update einen Dark Mode nach, ja. Aber das ist auch genau das, das ist so ein minor Update in meinen Augen. Sowieso sind Betriebssysteme nicht nur bei Apple dazu übergegangen, irgendwelche Dinge, die früher mal so Shareware-mäßig interessant waren, irgendwie, hey, du kannst jetzt Stapel auf dem Finder machen oder so. Das war früher Shareware. Das ist doch kein Betriebssystem-Feature. Ne? Ja. Also das haut mich nicht weg. Es ist zumindest kein Feature, das man groß ankündigen könnte, dass irgendwie damit was vermarktet. Also ich finde schon, das ist kein Major Update. Die sollen das gerne alles integrieren ins Betriebssystem, aber das ist dann genau, das ist dann kein hinterher großer Sprung. Plus, ich glaube auch bei macOS erwartet es niemand. iOS ja, da sehe ich schon, dass das die Erwartungshaltung anders ist, dass da jedes Jahr irgendwas Großes, Tolles, Neues kommen muss, was zumindest so dargestellt wird. Ich glaube, auf dem Mac ist es völlig Banane. Aber wieso gibt es immer noch keinen Dark Mode für iOS? Ich meine, OLED-Display auf dem iPhone, da würde er sogar Sinn ergeben, indem er Strom spart. Aber es gibt den immer noch nicht. So. Wahrscheinlich, weil er auf den LCD-Displays scheiße aussieht. Ja, nee. Das kann doch nicht der Grund sein. Also bitte. Nicht. Dann schaltest du ihn einfach nicht an. Er ist ja nicht dark, er ist noch nicht black. Ich meine, dieses Android kann das ja auch. Und ja, hat Google nicht festgestellt, dass er sogar Strom spart? Ja. Ja, nachdem sie ihr Material Design jahrelang promotet haben, das hauptsächlich weiß beinhaltete, ja. Dann ist da wohl mal irgendjemandem bei Google aufgefallen, hey, dauernd ist mein Pixelphone leer, woher kommt das denn? Wenn du die Höhensonne da an der Hand hast, ja. Ich überlege die ganze Zeit, was mir bei so einem Betriebssystem, also jetzt auf dem Mac, fehlt. Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich geht es Apple genauso. Was sollen wir dann noch machen? Ja, nee, ich erwarte auch nicht jetzt das Killer-Feature, dass du damit irgendwie, weiß ich nicht, dich beamen kannst oder so. Aber es gibt ja genug Baustellen, die durchaus auch wirklich mal einen kompletten Neubau. Das ist Thomas mit der Schokolade. Wir müssen das nur erklären. Oh, Entschuldigung. Damit sich die Leute nicht wundern. Ja, dann hole ich mir auch noch mal Kekse. Na, Gott sei Dank. Übrigens, Bittersport halt bitter. Alle damit haben wir auch den Sponsor Mampen. Wieder bedient. Großartig. Aber sag doch mal eine Baustelle. Nennen wir mal eine. Finder. Einfach nur mal neues Design, das nicht irgendwie komisch, also bullerig aussieht. Für mich sieht das alles. Thomas will ein neues Design. Ich hätte tatsächlich nichts dagegen, wenn man das Konzept Finder wirklich mal über Bord schmeißt und komplett neu macht. Ja! Und zwar wie die Dateien-App auf dem iPad auch funktioniert. Zum Beispiel. Ja. Also die hat auch noch ein paar Macken, die ist noch nicht fertig, finde ich. Also gerade auf dem iPad ist sie noch nicht fertig. Aber so vom Design her und wie man damit umgehen kann, ich finde die Dateien-App ist der deutlich bessere Finder. Ja. Und bitte nicht mal Finder nennen. Was soll denn das heißen?
Wie würdest du ihn denn nennen? Keine Ahnung, ist das mein Problem? Dateien. Apple soll mir Geld zahlen und dann überlege ich mir über Weihnachten was. Ich reiche das mal so weiter. Mal gucken, vielleicht kommen sie drauf zurück. Ansonsten, aber ich habe auch schon überlegt, was, also 2019 neue Produktkategorien oder so erwarte ich aber auch nicht. Also mir fehlt auch nicht wirklich. Natürlich kommen dann wir Leute aus dem Busch und sagen, ja, hier brauchen dringend so eine lustige Brille, die irgendwas kann oder so. Aber das ist mir alles völlig egal. Das ist doch der Sinn des Wortes Überraschung. Ich möchte mal, dass Apple mich wieder überrascht. Da müssen wir doch jetzt gar nicht drauf kommen, was Apple machen soll. Das läuft doch schon in die falsche Richtung hier. Naja. Also wenn du auf der einen Seite, rumnörgeln, dass das Apple nicht mehr überrascht und nichts Neues mehr bringt, dann ist die für mich logische Frage, was hätte man jetzt irgendwie erwartet? Also was fehlt denn im Portfolio? Also ja, natürlich an den Geräten selbst, die es schon gibt, was rumzuschrauben und was anders zu machen. Aber so eine wirklich neue Produktkategorie, die mir wirklich fehlt, das bräuchte ich von Apple, außer dem Apple Auto, was sich niemand wird leisten können. Ich weiß nicht mal, ob mir ein iPhone gefehlt hat, bevor das iPhone vorgestellt wurde. Ja. Kann ich nicht sagen. Nein, also mir hat es nicht gefehlt. Ich schon. Also ich hatte so ein... Herr Schack, der wahre Visionär. Nein. Also ich hatte lange Jahre irgendwelche komischen Siemens-Handys, die alle immer Dreck waren. Ich fand die ja wirklich alle scheiße. Siemens mit so, C32, nee. Ja, mit so klapprigen Tasten sind sie wahrscheinlich abgebrochen, wenn man dazu drauf gedrückt hat. Also, Hast du mit den Tasten gemacht? Ich hab die benutzt, die Telefone. So, dann diese Nokia-Dinger. Nägel in die Wand schlagen. mit dem Nokia-Telefon, ja. Das hat auch gehalten. Dafür war da alles andere irgendwie. Da fand ich die Software hässlich wie die Nacht, also von der Navigationsstruktur her und so. Das war alles eine Katastrophe. Und dann kam die große Erleuchtung, die brachte mir persönlich Vodafone. Die hatten damals ein PDA, der aber irgendwie V irgendwas hieß, weil er bei der Telekom PDA hieß oder so. Und der war ja schon in Ansätzen smart. Da lief ein Microsoft Outlook drauf und da lief bunte Software drauf und es gab Touch, also zwar nur mit so einem blöden Stift und so, aber es gab eine Form von Touch und man musste nicht mehr mit so einem Kreuz navigieren. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, war da alles drauf die Seuche. Nichts darauf hat gut funktioniert. Also die Ideen, die anders waren, es gab einen Webbrowser drauf, es gab ein 5. Adressbuch da drauf und das war, also die Ideen waren ja da für, wir brauchen so ein Gerät, aber die Umsetzung war eine Katastrophe. Von vorne bis hinten war das einfach scheiße. Und auch nicht rückblickend, sondern auch damals schon in der Zeit war es kacke. Und ich habe wirklich, wirklich laut gejubelt, als Apple das erste iPhone vorgestellt hat. Weil das war, okay, das ist jetzt irgendwie, das sind dieselben Ideen, ja, aber in benutzbar. Schon richtig. Wie wäre es dann, wenn die Apple Watch 3 oder Series 4 damals vorgestellt wäre? Wäre das nicht so ein Aha-Erlebnis gewesen? Ja. Das wäre doch so ein... Eigentlich schon. Du sagst so, wow, krass. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Also was ich tatsächlich gerne hätte, wäre eine AR-Brille. Die würde mich interessieren. Also eine vernünftige Brille, nicht so eine, wo du aussiehst wie ein Cyborg, sondern Brille, wie du trägst. Genau, so wie Herr von Alverden trägt eine Brille, liebe ja, Zuhörer. Ja, idealerweise vielleicht sogar etwas, was ich mit meiner Brille kombinieren kann. Das wäre am allerschönsten. Die Smart Lens. Ja, irgendwie sowas, weil, sagen wir ganz ehrlich, die Google Lens waren interessanter und schöner Ansatz, aber dieses Brillengestell, dieses Teil sah einfach aus wie... Es war aber auch nur ein Ansatz. Ja, natürlich. Das war ja auch nicht das Ziel von Google zu sagen, wir bringen jetzt morgen hier... Morgen kommt es raus. Morgen kommt es raus und wir bringen ein modisches Accessoire der Extraklasse irgendwie raus. Da erwarte ich von Apple ein bisschen mehr, aber mir fehlt auch insgesamt beim Thema AR immer noch von Apple sehr viel. Klar, sie haben mit ARKit eine Plattform gemacht, die am einfachsten zu bedienen, der auch für Entwickler ist. Und Tim Cook wird nie müde, egal bei welchem Pressetermin, auch zu sagen, wie toll er AR findet und glaubt, dass das die Technologie der Zukunft ist. Genau. Nur da kommt irgendwie nichts. Und nicht mal in den eigenen Apps von Apple wird es integriert. Also man könnte ja irgendwie vorangehen und sagen, hier guck mal, bisher werden irgendwie nur Spiele mit AR hauptsächlich entwickelt und ein paar Anwendungen, die sinnvoll sind. Wir bauen das jetzt in Maps ein, in unseren Kartensystem. So. Es ist keine konkrete Anwendung einfach gar nicht, da. Ja. Bisher sind Lippenbekenntnisse da und wie toll die Zukunft wird. Und in der Zwischenzeit fehlt irgendwie ein Produkt, das einen vom Hocker haut, oder? Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Wir sitzen hier und warten, dass wir vom Hocker gehauen werden. Aber hinzu kommen dann noch Baustellen, die ich einfach nicht verstehe bei Apple. Was ist mit Siri? Warum ist sie immer noch doof?
irgendwie seit Monaten und Jahren heißt das, oh, jetzt hat Apple wieder bei Google irgendwelche Entwickler eingekauft, die haben den Assistant programmiert, jetzt wird alles gut. Nichts wird gut, überhaupt nichts wird gut. Nichts passiert. Da steht hier immer noch der doofe HomePod. Und dann hieß es, ja, aber hier mit dem HomePod, das war mit dem iPhone genauso, dass das erstmal gar nichts konnte. Und dann ging's los. Nee, beim HomePod tut sich überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und irgendwie, das verstehe ich nicht. Warum machen die diese Baustellen? Ich meine, Siri waren sie ein Vorreiter. Ein HomePod, naja, ob man den nun brauchte bei Apple, keine Ahnung. Aber mit Siri, da waren sie ein Vorreiter. Und seitdem tut sich auch nichts mehr. Nur irgendwelche Blödeleien haben sie da eingebaut. Naja, Vorreiter kannst du vielleicht auch so definieren, jetzt rückblickend betrachtet und auch nur Spekulation. Aber vielleicht wollten sie einfach quasi first to market sein. Mhm. Lieber fertig als ausgekloppt. Ja. Ja, aber sie hätten es doch signifikant irgendwie weiterentwickeln können, oder? Ja, Geld hätten sie gehabt, um das da irgendwie zu investieren und tatsächlich den irgendwie anderen signifikant. Ist es ja auch gelungen. Ja. Gerüchteweise, das ist jetzt auch wieder ein Feld der Dinge, die ich nicht weiß, sondern nur gerüchteweise gehört habe, hat man dem HomePod-Team, das hat ja in Ruhe vor sich hin entwickelt, und den Siri-Leuten hat man erst relativ kurzfristig mitgeteilt, dass die da übrigens an einem smarten Lautsprecher arbeiten. So, und ich glaube, das sind so die Dinge, wo es dann unter anderem auch hakt bei Apple. So, also wir entwickeln einen Lautsprecher, der wirklich gut klingen soll und der ist auch lange schon in der Entwicklung, und dann bauen wir irgendwie noch oben drauf mal Siri ein und überraschen selbst das Siri-Team damit. Das ist so ein bisschen. Ich würde zu Siri, ich kann auch kurz das Gewinnspiel einbauen. Ja. Wo hier auch im Team niemand gewonnen hat bisher. Trinkst du doch mal was. Und zwar was Kaltes. Hat mein Siri vor 3 Tagen, und das ist auch immer noch so. Hallo, ich hatte einen richtig. Ja, okay. Mein Siri hat vor 3 Tagen, und ist auch immer noch so, und ich habe alle Einstellungen ausprobiert, ihre Multilingualität verloren. Also während früher Dinge super funktioniert haben, wie Spiele Smoke on the Water, hat das funktioniert. Hat das verstanden, aha, das ist ein Songtitel, und hat das auf Englisch wohl hinter sich im Hintergrund umgeschaltet. Das tut es nicht mehr. Und man sieht da hinterher im Display, was Siri verstanden hat, wenn man ihr irgendwas gesagt hat. Und ich habe an dem Morgen vor 3 Tagen habe ich versucht, 2 Songs abzuspielen. Es hat beide mal nicht funktioniert. Ich habe hier in der Redaktion für denjenigen, der beide Songtitel richtig errät oder richtig auflösen kann, Bier ausgelobt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das steht im Slack drin. Ja, guck, ich sollte mal in dieses Slack reingucken. Hat keiner gewonnen. Ich würde jetzt, ich erzähle euch die beiden Sachen, die Siri verstanden hat. Und wer uns anruft, unter der Nummer, die wir gleich nochmal einblenden, und beide Songtitel richtig rausbekommt, ich würde so ein MacLife-Abo, Jahresabo ausloben. Ich dachte jetzt auch Bier, aber das ist mit dem Verstand immer so schwierig. Ja, aber Siri hat bei dem ersten Song, das ist der, den Herr Möller richtig erraten hat, verstanden, Spiel Weldon Carey baut Ass. Also Weldon Carey, wie ein Name, baut, wie das deutsche Bauen, sondern Ass. Und der zweite Song ist Spiel Swedens Da habe vorher. Ja, das ist der härtere Teil. Spiel Swedens Da habe vorher. Das ist jetzt genau der Zeitpunkt, an dem ich einmal kurz die Nummer. Das war doch niederländisch, oder? Hast du eine Idee? Möchtest du das Abo gewinnen? Nein. Gut, dann spiele ich jetzt noch einmal kurz die Anrufbeantworter-Nummer ein. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole, 0431 200 766 705. Kannst du einen Tipp geben, ob es ein ABBA-Song ist? Was Song? Ein ABBA-Song. Ja, kann ich geben. Nee, ist es nicht. Okay. Du kannst es ja auch nochmal in die Shownotes reinschreiben, wenn man es gelesen hat. Mit den Screenshots. Ist das jetzt nur bin ich aber auch interessiert. Warum die Frage nach dem ABBA-Song? Läuft das bei euch in Kiel auf Heavy Rotation? Natürlich. Nein, weil wegen Sweden. Swedens, genau. Ja. Ich dachte vielleicht. Swedens, da habe vorher. Ja. Und auch ist mit Rockset. Ist das nur bei deiner Serie so? Weiß ich nicht, unklar. Also ich habe das auch nochmal. Spiele noch mal. Smoke on the Water. Und? Und? Ja, und, jetzt und? Kommt die Purple. Ja. Ja, toll. Ja, also es ist bei deiner nur so. Deine ist extra doof. Das oh, jetzt müssen wir GEMA zahlen. Nee, ich hab's doch nicht angemacht. Die sollen sich mal melden, die Pappenheimer.
Außerdem war Siri das, nicht wir. Ja. Also, aber 2019 ist irgendwie unklar. Alles muss irgendwie besser werden, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Also wir haben so ein paar konkrete Sachen. Immer noch, mein großer Punkt ist, da gibt es auch ein Special zu. Ich weiß gar nicht, welche Episode das war. Die habe ich mit Sven zusammen gemacht. Dieses iTunes muss, es muss sterben und es muss neu gemacht werden. Und es müssen unterschiedliche Apps sein. Und das, ja, ach, ich fange nicht wieder an, sonst nee, fang nicht, steige ich mich wieder rein. Die Leute können ja einfach die Folge nochmal hören. Ja, ne? Ja, wir verlinken das an der Stelle nochmal. Ja. Aber gut, ich würde fast sagen, kommen wir damit zu erfreulicheren Dingen. Dingen, die endlich funktionieren. So, Apple Pay in Deutschland. Wir können jetzt alle Pause machen, Herr Schack wird jetzt mal berichten. Genau. Es war das Jahr 2014, als Apple Pay angekündigt hat. Und seitdem, es ist jetzt über 4 Jahre, habe ich da sehnsüchtigst drauf gewartet, denn ich hasse Bargeld und fast genauso sehr hasse ich diese Plastikkarten. Ich finde das alles überflüssig. Ich will kein Portemonnaie mehr haben. Das soll alles an meinem Telefon drin sein. Das habe ich auch immer dabei. Ein Portemonnaie vergesse ich tatsächlich häufiger mal, ehrlicherweise. Ich bin noch nie in meinem Leben ohne mein Telefon aus dem Haus gegangen, seit es Mobiltelefone gibt. Ich möchte wirklich ernsthaft behaupten, es gibt keinen Tag, an dem ich das Telefon vergessen habe. Es gibt Momente, wo ich absichtlich mal eine Runde Ball spazieren gehe und es nicht dabei habe, aber dass ich es vergessen habe, ist mir noch nie passiert. Und jetzt kann man da bezahlen. Ja. Kann irgendwer von euch außer mir Apple Pay nutzen? Weil Banken sind da bisher noch zurückhaltend. Ich darf ab nächsten Jahr. Wann ist immer noch unklar. Also ich bin bei der Ink. Sie heißt ja nicht mehr Inkdiba, ohne dass das jetzt Werbung werden soll, ist ja Negativwerbung. Die haben sich geweigert lange Zeit und haben auf Kundenanfragen immer nur gesagt, wir beobachten den Markt. Und jetzt hat Apple angekündigt, dass sie nächstes Jahr dabei sind. Aber nur Zeit, wann es soweit ist, gibt es auch noch nicht. Ist die ING, ist das denn die Bank, die nächstes Jahr sagt, oder ist das die Bank, die bald sagt? Nee, wo Apple sagt 2019. Aber ich weiß nicht, ob die ING selber. 2019 ist auch lang, ne? Ja, eben. Es kann sein, dass es am 31. Dezember 2019 kommt. Mhm. Ja, das ist deswegen die Frage, weil die DKB will ja auch nächstes Jahr mit irgendwie einsteigen und da heißt es ja dann aber gerade, ich glaube bald, Stefan Webster. Achso, da steht auf jeden Fall bald. Nicht nächstes okay, Jahr. Okay, gut. Ja gut, ja. Ja, also du darfst auf alle Fälle. Ich darf, genau, denn ich bin Kunde bei N26, bin damals auch tatsächlich unter anderem deswegen N26 Kunde geworden, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn irgendeine Bank da frühzeitig mit dabei ist, dann wird es die sein. Und da habe ich Glück gehabt und richtig gepokert. Gleichzeitig bin ich aber auch noch spontan gestern Abend Kunde einer zweiten Bank wieder geworden, die auch dabei ist. Das war ein lustiger Zufall. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt alles gedurft haben, deswegen nenne ich den Namen der Bank nicht, was war sehr nett und freundlich. Ich habe mich gestern nochmal in Social-Media-Kanälen mit der Barclaycard unterhalten oder mit Menschen von der Barclays Bank, wo ich schon sehr lange eine Kreditkarte habe und die ich auch sehr gerne nutze und die machen kein Apple Pay und haben da auch kein Interesse dran. Und daraufhin hat sich eine andere Bank bei mir gemeldet, per Direktnachricht, und hat mich darauf hingewiesen, dass die jetzt ja Apple Pay machen würden. Und ich hätte da auch noch seit 2014 ein ungenutztes Konto rumliegen, ob ich das nicht nutzen wollen würde. Das haben sie alles gecheckt aus eurer Konversation? Das ist wirklich krass. Das macht mir irgendwie Angst. Ja, das würde mich aber sehr stutzig machen, wenn deren Social-Media-Abteilung Zugriff auf die Kontenverwaltung hat. Weiß ich nicht. Also Die müssen ja auch auf Kundenfragen antworten können, insofern. Ja. Also ja. Ich denke das auch. Also die sind die werden einfach auf Apple Pay als Hashtag getrackt haben. Ja. Und dann werden die, bevor sie Menschen vorschlagen, Kunden zu werden, einfach nochmal irgendwo jemanden nachgucken lassen, ist der vielleicht schon Kunde, um nicht Leute zu belästigen, die, naja, wie gesagt, schon Kunden sind. Das heißt ja nicht, dass sie in die Umsätze reingucken können auf dem Konto oder so. Wer weiß. <Ja. lacht> Haben sie zumindest gesagt, ja. Und die haben, also interessanterweise haben die auch angerufen. Das fand ich tatsächlich, also, das fand ich tatsächlich nett. Ich fand's wirklich nett. Naja, du musst dir denen halt sagen, ja, ich bin seitdem auch umgezogen und ich habe auch keine Zugangsdaten mehr und diese Plastikkarten habe ich auch nicht mehr und eigentlich wusste ich nicht mal, dass es euch noch gibt. Die wollten nur die Kontoführungsgebühren nacherheben. Also, es gibt ja zwei Banken, die es auch schon 2014 gab, die jetzt, nee, drei Banken, die es auch schon 2014 gab, die jetzt Teil von Apple Pay sind. Meine ist eine von den beiden, die keine Kontoführungsgebühren verlangt. 50-50 Chance. Ja. Dies wird kein Gewinnspiel. Nö, das ist zu einfach. Möchte jemand einfach mal kurz erzählen, was eigentlich Apple Pay ist, wie das funktioniert? Ja, kann ich gerne machen. Heißt im Grunde, dass du in der Wallet-App
die bisher in Deutschland auch sehr sinnfrei war, weil sie eigentlich, also ich glaube, ich hatte da einmal ein Kinoticket drin und einmal ein Lufthansa-Ticket, seit ich mein iPhone benutze. Aber es gibt schon ein paar mehr. Ja, aber hast du ins Kino geflogen? Ja, ich bin ins Kino geflogen, genau. Hast du da Dinge drin? Ja, so Tickets, so Eventbrite und solche Geschichten. Also, okay. Konzerttickets. Ich gehe zu wenig auf Konzerte, glaube ich, das ist der Punkt. Und da kann man aber jetzt eine Kreditkarte hinterlegen von einer Bank, die das unterstützt. Und in Deutschland sind das ja, wie gesagt, noch nicht so viele. Und dann kann man in einem Geschäft, das ein EC-Kartenterminal hat, was auch kontaktloses Bezahlen unterstützt. Das sind eigentlich sehr, sehr viele Terminals inzwischen. Eigentlich jedes, wo du die Karte auch drauflegen kannst, weil das ja viele Giro- und Visa-Karten können. Und dann wirst du durch Touch-ID oder Face-ID bestätigst du einmal kurz, dass du bezahlen möchtest, legst dein iPhone oder deine Apple Watch auf das Ding oder zumindest in die Nähe von dem Kartenlesegerät und schon ist der Bezahlvorgang abgeschlossen. Ja. Und damit kann man, ich habe auch im Artikel, der vermutlich heute auf MacLife.de erscheint und im nächsten Heft auch drin steht zu Apple Pay, da schon ein bisschen zu geschrieben, was so meine ersten Erfahrungen damit sind, dass man damit am Flughafen in München niemand mehr schockt, weil halt ein internationaler Flughafen und die haben halt schon alles gesehen. Was noch ganz gut funktioniert, ist in kleineren Städten, also Hamburg zum Beispiel. Naja. Oder aber auch Kiel, das mit der Apple Watch zu machen. Und zwar geht das ja auch verdeckt und das ist wirklich pure Magie. Man muss, wenn das Terminal Geld verlangt, kann man das iPhone einfach so in die Richtung halten und dann springt automatisch das Wallet auf und man muss einmal kurz bestätigen, alles ist gut. Apple Watch ist es andersrum. Da muss man zuerst die Seitentaste zweimal betätigen und dann springt die Karte da auf. Ja. Das kann man ja machen, während die Kassiererin noch am Scannen ist. Also das bleibt für 30 Sekunden aktiv und dann kann man einfach den Arm in diese Richtung führen und man muss diese Uhr ja nicht mal sehen und das Gerät macht Ping und alles bezahlt. Und dann fallen Menschen hinüber. Weil also Menschen kennen das offensichtlich schon überall, Telefone, das, ja. Man sieht das nicht jeden Tag vermutlich mal und nicht längst über jedem Kunden, aber ich nehme an, dass inzwischen jeder Kassierer das schon mal miterlebt hat, dass Menschen mit dem Telefon bezahlen. Smartwatch ist vermutlich deutlich seltener und augenscheinlich mit den nackten Händen. Hattest du da nicht Kontakt mit dem Filialleiter dann? Das war tatsächlich, da habe ich mit der offenen Uhr quasi bezahlt. Hatte da einen älteren Kassierer dran, der dann hat sich den Filialleiter kommen lassen, um sich einmal zu bestätigen, dass das keine schwarze Magie ist und kein Betrugsversuch. Das war ganz nett. Aber der wusste dann auch Bescheid, der Filialleiter, oder? Dem sagt Apple Pay einfach auch gar nichts. Okay. So. Das, ich verstehe nicht. Aber der hat auf den Kassenbon geguckt, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich habe das Gefühl, seit ich damit bezahle, sind die Kassenbons länger. Okay. Ob da noch irgendwas anderes drauf. Ich nehme den nie mit, deswegen muss ich mal anfangen vielleicht. Mach doch mal. Und kauf eine Stunde später nochmal mit Bargeld ein und guck mal. Ja. Mit Bar was? ja, aber vielleicht kann Thomas uns noch ein bisschen weiter erleuchten, denn du zahlst ja schon länger Bargeld und kartenfrei. Ja, ich nutze also Google Pay auf einem Google Pixel 3. Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. Ich bin da auch ein großer Fan von geworden. Lange Zeit verspürte ich danach eigentlich keine Lust, weil ich dachte mir, ja, ist auch nicht viel anders als mit einer Karte. Aber du kannst halt sehr viel zu Hause lassen. Das ist sehr angenehm. Du bekommst halt ebenso wie in Apple Pay, denke ich, sofort aufgelistet, wo du eingekauft hast, welchen Betrag du ausgegeben hast. Was natürlich bei Google Pay sehr angenehm ist. Ich habe denselben Stunt gemacht wie du, Sebastian. Ich habe also ein Konto bei N26 eröffnet, weil ich unbedingt dieses Google Pay dann auch nutzen wollte. Und hab da aber irgendwie nie Geld hin überwiesen auf dieses Konto. Das kannst du wirklich nur dann nutzen, wenn da auch Geld drauf ist. Ich habe also keinen Überziehungsrahmen eingerichtet oder bekommen oder was weiß ich. Ich bin wohl zu unseriös. So, und dann hat Google also nachgelegt ein paar Wochen später und du kannst da also PayPal einbinden. Und das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, weil du brauchst keine Kreditkarte. Ich habe lange Zeit keine Kreditkarte haben wollen, weil ich habe eine ganz normale Automatenkarte, die hat mir überall gereicht. Ich hatte dann irgendwann genervt, dass du bei jedem Hotel so ein bisschen blöd angeguckt wirst ohne Kreditkarte. Also habe ich mir dann vor einem halben Jahr doch mal so eine Visa-Karte geholt. Wie das Leben dann natürlich so spielt,
wird diese Visa-Karte von der LBB, ist das glaube ich, nicht unterstützt von Google Pay, also stand ich wieder ein bisschen blöd da, habe es dann wochenlang nicht genutzt, auch nach dem Start von Google Pay in Deutschland, bis sie also mit PayPal um die Ecke kam. Und wie gesagt, dann braucht man keine Kreditkarte. PayPal stellt eine virtuelle Mastercard sozusagen aus, kann man so sagen. Was noch merkwürdig ist bei Google Pay, es funktioniert nicht mit einer Smartwatch. Also ich laufe mit einer Wear OS, heißt das jetzt ja nicht mehr, Android Wear Smartwatch rum. Und da ist PayPal nicht eingebunden. Irgendwie will PayPal das nicht. Das Problem ist bei Google bekannt, aber es liegt wohl so ein bisschen an PayPal. Keine Ahnung, was da für rechtliche Geschichten irgendwie laufen. Aber du kannst mit deinem Smartphone bezahlen. Das ist eine sehr angenehme Geschichte. Ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht. Und ähnlich wie bei dir, Sebastian, sinkt das Verständnis für Läden, die sowas einfach überhaupt nicht anbieten, die kein Terminal anbieten. Das sind Bäcker und Cafés. Und die, also mir fehlt ein bisschen das Verständnis, weil Umfragen zufolge ist es in Deutschland so, dass sich Deutsche, die ja da sehr konservativ in Sachen Bezahlen sind, am ehesten vorstellen können, kleine Beträge mit dem Smartphone auszugleichen. Und da wäre so der Bäcker oder das Café oder sonst was eigentlich die Klientel, ja, die da drauf zutrifft. Vor allem dem Hintergrund, dass das doch angeblich viel teurer ist für einen Händler, das ganze Bargeld rumfliegen zu haben und das dann einzuzahlen als das Ganze via Karte. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das wirkliche Nachteile hat. Ich bin dann vor ein paar Wochen auf den Wochenmarkt gegangen beim Gemüsehändler meines geringsten Vertrauens und habe den dann halt auch darauf hingewiesen, gefragt, warum ich hier dann wohl nicht mit dem Smartphone, sprich kontaktlos bezahlen kann. Er wusste das wirklich zu erhellen, indem er gesagt hat, er hat schon einen Pilotversuch gemacht, damals noch, als diese kontaktlosen Karten rauskamen. Der hat verschiedene Receiver-Geräte, nenne ich die mal, getestet. Und immer wenn es irgendwie morgens, die stehen ja schon um 6 Uhr morgens oder was weiß ich, neblig wurde oder einfach kälter wurde oder auch mal geregnet hat, er hat kein Gerät gehabt, das länger als 3-4 Mal durchgehalten hat. Diese Geräte sind alle ausgefallen. Mit anderen Worten, diese ganze Hardware-Struktur drumherum scheint auf der Empfängerseite tatsächlich noch nicht so weit zu sein. Also es sind tatsächlich noch Probleme da, von denen ahnen wir überhaupt nichts. Also ist da draußen... Gemüse gibt es nur bei schönem Wetter, ne? Genau, ist da draußen ein Terminal-Hersteller, der uns zufällig hört. Entweder habt ihr schon eins, das müsst ihr mehr promoten, oder bringt endlich mal ein wetterfestes Kartenterminal raus. Ja, wenn ihr sowas habt oder jemand kennt, der sowas habt und jemand kennt, der sowas herstellt. Genau, ich bringe euch gerne... Gerne Kontakt herstellen. Gerne in Kontakt mit meinem Gemüsehändler. Ja, ihr könnt auch gerne Sponsor dieser Sendung werden und reden wir mal ausführlich darüber. Besser mit dem Gemüsehändler. Das ja, wäre toll. Dann machen wir eine Folge mit Atmosphäre auf dem Wochenmarkt. Ich kann nur zustimmen, Bezahlung mit dem Smartphone ist eine tolle Sache, aber auch da ist das Problem, denke ich, in den Köpfen der Deutschen. Ich habe da so ein erhellendes Erlebnis gehabt, über das ich auch in der kommenden Ausgabe schreibe. Ich im Schwimmbad, da war ich vor 2 Wochen und an der Kasse bezahlte ich dann zum ersten Mal mit dem Smartphone. Google Pay hat das auch ganz toll, wenn du die Ortserkennung angeschaltet hast, dass sie sagen, hey, du bist jetzt im Rendsburger Schwimmbad, die nehmen Google Pay, willst du das nicht mal ausprobieren? Was ich dann gemacht habe und die Kassiererin hat gesagt, oh, das ist ja toll, das will ich auch. Ja, kannst du wahrscheinlich auch. So, eine Woche später kam ich wieder, selber Vorgang, ich erwartete neue Jubelstürme und sofort sagte sie, ja, ist das nicht unheimlich gefährlich, also ich würde das nicht machen. Also totale 180-Grad-Drehung. Es ist ganz, ganz schwer gegen dieses Misstrauen anzukommen, weil die Zahlen in Deutschland
belegen ja, dass sich derzeit laut einer aktuellen Umfrage nur 23% der Deutschen überhaupt für Mobile Payment interessieren. Das kann sich ja natürlich jetzt ändern, wo sie es häufiger sehen, vor der eigenen Nase haben. Die Hälfte der Deutschen lehnt Mobile Payment bisher rundweg ab. Ja. Ja. Das ist schon drollig irgendwie. Zwei Drittel hierzulande bezahlen bevorzugt in bar und nur 50% der Deutschen benutzen zum Beispiel Online-Banking. Und das gibt es wirklich schon, haben wir gestern festgestellt, seit den 80ern mit den ersten BTX-Terminals. In meiner kleinen Heimatstadt haben sie nun angefangen, die Sparkasse Mittelholstein, hatten angefangen, diese grausamen Überweisungsautomaten mit diesen Stahltastaturen abzubauen. Und diesem Rollball als Maus. Ja, genau. Nervenzusammenbruch im Hause meiner Schwiegereltern. Ich sage, ja, mach doch Online-Banking. Nein, das ist gefährlich. Das liest man ja überall. Ja, aber kannst, ich bin. Kannst ja, du hier nicht aus dem alten Laptop einfach so einen Terminal nachbauen? Malst du noch grau an? Genau, ja. Also. Ja, ich bin ja Technikjournalist, ich kann dir sagen, das ist gar nicht so ungefährlich. Nein, 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 das liest man überall, das ist ungefährlich. Okay, gut, schön drüber geredet zu haben. Mit anderen Worten, in den Köpfen der Deutschen steckt das Problem. Stichwort Sicherheit. Wie ist es denn bei Google Pay? Wissen wir nicht, ob die mit Token und so arbeiten, doch, oder? Doch, arbeiten die auch? Okay. Arbeiten mit Token. Das heißt, sowohl bei Google Pay als auch bei Apple Pay bringt es sogar in gewisser Weise ein Plus an Sicherheit, mit diesem System zu bezahlen. Denn zum Beispiel die Kasse kriegt die Kreditkartennummer nicht, wie sie das zum Beispiel bekommen würde, wenn du direkt mit der Kreditkarte bezahlst. Mhm. Es ist sogar an ganz oder vielen deinen Namen. Oder den Namen, genau. Ja. Ja. Es ist sogar an ganz vielen Punkten sicherer, denn wenn du dein Bargeld verlierst, dann ist sowieso klar, das kriegst du auch nicht wieder. Nee, das gebe ich nämlich nicht aus, wenn ich das Geld finde. Also ich nicht, aber Mensch mit kriminellerer Energie als mir. Wenn du deine Karte verlierst, wenn da dieses NFC-Symbol drauf ist, dann bist du das gemerkt, dass du sie weg ist, habe ich auch schon da mit der geklauten Karte mehrere kleine Beträge unter 25 Euro verjubelt. Was, du warst das? Na, ich ja. Habe mich gewundert. Thomas sucht regelmäßig seine Karte. Irgendwo muss ich auch leben. Es geht aber mit dem Telefon nicht. Wenn ich mein iPhone verliere oder du dein Android Pixel 3 verlierst, diese Zahlungen müssen ja alle nochmal authentifiziert werden, indem man da reinguckt oder Touch ID oder sonst irgendwas macht. Nur bei der Apple Watch nicht, weil solange die aktiv ist, funktioniert die halt. Ja. Aber so wie ich die abnehme, ist die halt sowieso gesperrt und dann müsste man das auch nochmal machen. Genau, im Hintergrund werden halt die Kartennummern nicht weitergegeben. Und da sind, ich war vor 3 Tagen, 4 Tagen in München zu mehreren Hintergrundgesprächen auf Einladung von Apple und habe da auch mit Leuten geredet von der Comdirect, von der Deutschen Bank, von Hypo Vereinsbank, die auch alle gesagt haben, dass Google Pay, Apple Pay ist im Prinzip das gleiche in grün. Weswegen dann auch die Banken, die schon Google Pay nutzen, wenig Aufwand hatten, damit auch noch sich auf Apple Pay einzulassen, weil im Prinzip, das hat natürlich niemand so zitierfähig gesagt, aber was davon überbleibt, ist eigentlich, muss man diese Infrastruktur auch nochmal auf einen zweiten Server replizieren, 2 IP-Adressen ändern, damit das irgendwie mit Apple durchkommt, nicht mit Google, und ist man durch damit. Das ist schon derselbe Aufbau. Durchsuchen und ersetzen, Google mit Apple ersetzen. Ja, so im Prinzip, ja. Ja. Und dann ist aber auch nochmal der Punkt Kreditkarten, weil das habe ich mit jemandem von der Deutschen Bank diskutiert, weil die haben ein ganz nettes Feature eingebaut, dass man sich jetzt, wenn man Deutsche Bankkunde ist, dann kann sich der an das Online-Banking einloggen und kann sich da eine virtuelle Kreditkarte erstellen. Das ist wohl ein Prozess, der technisch nicht ganz einfach ist, weswegen sie aktuell noch draufschreiben, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die erstellt und aktiv ist. Das Ziel ist aber, dass das sofort passiert. Mhm. Und die sind auch sofort Apple Pay und Google Pay kompatibel. Und das machen sie, weil niemand Kreditkarten hat. Und das hat er, ich glaube, sogar wörtlich so gesagt. Also, naja, aber also was? Und er sagt dann auch so, naja, abgesehen von diesen ganzen Direktbanken, wie halt N26 oder so, die auf Kreditkarten fußen, sei der Bundesschnitt bei, in Anführungszeichen, echten Banken, 20% der Menschen haben eine Kreditkarte. 20%, nur jeder Fünfte. Ja, wir haben die Girokarten, ne? Das ist unser. Genau.
Genau. Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass nicht jeder Mensch zwingenderweise den Kredit will, der mit vielen Kreditkarten ja verbunden gibt. Es gibt ja echte Kreditkarten mit Kredit und dann gibt es ja noch die Debitkarten, aber die gibt es in Deutschland kaum. Ja. Von daher kann ich da schon verstehen, dass da... Du brauchst sie einfach nicht, wenn du eine normale Automatenkarte hast, in den meisten Fällen nicht. Ne? Wenn du nicht viel unterwegs bist, brauchst du sie einfach nicht. Ja, also ich besitze tatsächlich auch nur eine, weil die ING darüber ja, die haben ja keine Filialen mehr. Das ist ja eine Direktbank und dort kann ich mit der Kreditkarte an fast jedem Geldautomat kostenlos Geld abheben, nicht mit der Girokarte, die ich auch noch habe. Die ist für Supermarktbezahlung quasi zuständig, weil in Deutschland halt, wie viel Prozent der Supermärkte nehmen eine Visa-Karte? Ein sehr geringer Anteil. Deswegen laufe ich sowieso mit zwei Karten rum, was mich auch schon tierisch nervt. Ja. Aber ich habe immer noch im Kopf, Kreditkartenzahlungen kosten voll viel Geld. Ja, das war früher mal so. Ne? Das war früher so und die Banken erheben das halt. Und, ja. Und bei der ING kriegst du die halt kostenlos dazu, weil du sonst nicht das Geld abheben könntest. Das ist ja deren Verkaufsargument, dass du in ganz Deutschland, egal welche Bank es ist, es gibt ein paar Ausnahmen, da zahle ich auch Gebühren, aber in 90% der Banken kann ich kostenlos Geld abheben. Mit der Kreditkarte? Mit der Kreditkarte. Was früher anders war, genau, richtig. Das ist völlig gaga. Der Gag ist auch, ich habe dann mit den deutschen Bankmenschen, nachdem er sagte, dass niemand eine Kreditkarte hat, also naja, 20% halt nur. Okay, aber warum habt ihr das denn in diesen 4 Jahren, die wir gewartet haben auf Apple Pay, wäre es da nicht möglich gewesen, irgendwie mal auszuhandeln, dass man halt verdammte Girokarte mit einbaut? Ja. Weil die hat ja nun irgendwie gefühlt, ich habe die nicht, weil ich N26-Kunde bin, die geben keine Girokarten aus, sondern Maestro-Karten. Die funktionieren wiederum nicht überall, das habe ich auch immer noch Bargeld dabei. Obwohl ich halt bei so einer fortschrittlichen Bank bin, aber Läden, die halt keine Kreditkarten haben wollen, bin ich aufgeschmissen. Der Hintergrund ist, sagte der deutsche Bankmensch, und ich habe das inzwischen versucht, so gut es geht zu recherchieren, und das scheint auch alles so zu stimmen, dass diese ganzen Girokarten einfach nie auf Digitalität ausgelegt waren. Und es gibt diese ganze Infrastruktur von Tokens und sowas dahinter, die gibt es einfach nicht. Und ohne das will Apple nicht. Und vermutlich will ohne das auch Google nicht, weswegen Girokarten in Google Pay ja auch nicht funktionieren. Und Apple hat dann auf dieselbe Frage geantwortet, das fand ich ein bisschen lustig, dass sie keinen Bock haben auf Insellösung. Ah, das hat er diplomatischer gesagt oder auf Englisch. Aber, das sagt Apple? Ja, und zwar Insellösung, weil man mit den Girokarten ja außerhalb von Deutschland einfach nichts anfangen kann. Gar nichts. Ja, das stimmt. Die sind völlig wertlos, so wie man die Landesgrenzen, die Bundesgrenzen überschritten hat. Und darauf haben sie keinen Bock, weil das Ziel soll sein, dass man, wenn man einen Apple Pay nutzt, damit auch gefälligst weltweit zahlen kann. Was ich den richtigen Ansatz finde. Jetzt die Frage aller Fragen. Warum denn kein PayPal bei Apple Pay? Ja. Völlig unklar. Hat keiner darauf geantwortet, wirklich. Die Frage, wie hat man sich das vorzustellen? Schweigen die dich alle an? Leere Blicke. Nein. Nein. Sie lachen und kaufen Wurst. Das muss man wirklich Apple zugutehalten. Geschwiegen wird da nicht. Die haben immer irgendeine Satzkonstruktion fertig verraten auf jede Frage. Das ist ein Thema, worüber wir heute nicht sprechen, zum Beispiel. Das ist ein beliebter Satz, ja. Aber das ist auch okay. Also wenn man da auf so einer Präsentation ist und halt eine Frage zu was anderem stellt, finde ich es okay, dass man sagt so, das ist eine spannende Frage, reden wir darüber, wenn es weit ist. Heute geht es um A, B und C. Ja. Dazu haben sie dasselbe gesagt wie zu meiner Frage, warum es so lange gedauert hat. Hat Apple gesagt, dass Deutschland ein komplexer Markt mit komplizierten Infrastrukturen ist. Was weder Apple noch die Banken gesagt haben, aber man konnte das so zwischen den Zeilen auf beiden Seiten ein bisschen raushören, dass es auch daran liegt, dass Apple natürlich Geld dafür haben will für diesen Service. Ja. Also ein Teil der Provision oder dieser Transaktionsgebühren, die da anfallen, behält Apple ein. Unklar, wie hoch da ist. Und ich nehme aber auch an, dass das Diskussionspunkt mit PayPal sein wird. Weil PayPal würde dann ja auch nochmal Geld nehmen genau. Für die Transaktion. Ja. Und du meinst, Google nimmt einfach weniger Geld? Ich gehe davon aus. Also gerüchteweise nimmt Google ja von Anfang an schon weniger Geld und wenn dann PayPal noch oben drauf kommt, ist das nicht mehr so schlimm, weil Google selber ja schon weniger Geld für die Transaktion nimmt. Also keiner weiß es genau, weil wir nicht in den Banken tief drin sitzen und ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das nicht irgendwo durchsickert. Es sickert doch alles irgendwo durch. Das ist erstaunlich. Also. Da müssen wir mal investigativ unterwegs sein. Also wenn Sie ein deutscher Bankmitarbeiter sind, der, wir nennen auch nicht den Namen, der kann jederzeit auf unseren Anrufbeantworter. Kann auch Ihre Stimme verstellen. Ja genau, mit verstellter Stimme
von die irgendeiner von Apple Pay. Wir treffen uns auch im Trenchcoat und mit Hut im Park oder so und übergeben in Zeitung versteckt irgendwelche Nachrichten. Da hätten wir auch Lust drauf, muss ich gestehen. Gibt es doch stumme Briefkästen? Das kriegen wir auch hin, das ist kein Problem. Boah, jetzt habe ich irgendwie voll Bock drauf, später mit verstellter Stimme anzurufen. Das kriegen wir raus, dass du das bist. Ja. Also, ich würde schon halt irgendwas brauchen, was so Authentizität der Aussagen bekräftigt. Mir würde es aber tatsächlich reichen, so unter dem Deckmantel der Verschwörung. Ich wüsste das einfach gerne. Ich muss da nicht mal ein großes Thema draus machen. Ich bin kurz weg. Ja, er ist weg. Das ging schnell. Der muss kurz in den Stadtpark. Wenn gleich mein Telefon hier nur Bescheid. Genau. Was war noch spannend? Ich hatte noch zwei, drei Punkte, die irgendwie spannend sind. Ich wollte noch mal kurz zu dem Geld. Ja. Also, denn diese ganzen Bezahlmethoden machen ja quasi das Bezahlen teuer. Oder verstehe ich das falsch? Ja. Gut. Nein. Also weil der, also wollte ich ja nur wissen. der Deal scheint zu sein. Auch das hat niemand so konkret sagen wollen. Die Hypovereinsbank hat da ein bisschen was durchblicken lassen. Der Deal scheint zu sein, dass sich die Gebühren, die der Händler zu entrichten hat, nicht erhöhen, sondern dass die Banken quasi auf einen Teil der Transaktionsgebühren verzichten und die an Apple weitergeben. Und das wird bei Google auch so sein. Mhm. Also dass das. Ja, aber das über kurz oder lang erhöhen dann die Banken die Gebühren, damit sie das ausgleichen? Möglich. Unklar. Naja, wir werden sehen. Banken wissen ja genau, also der Journalist weiß nicht, wie er seine Sachen im Internet wirklich verkaufen soll in Zukunft und die Banken wissen nicht, wie sie mit Online-Banking Geld machen wollen. Ich glaube, das ist da noch ein großes Fragezeichen bei denen. Siehst du ja daran, dass Sparkassen dran anfingen, minutengenaue Abrechnung für Online-Banking machen zu wollen. Also oder indem sie kostenfreie Kreditkarten rausgeben. Nein, aber es gab doch diese eine kleine Sparkasse, die anfing zu sagen, pro Minute Online-Banking zahlst du so und so viel Cent mit einer Uhr, die runterlief, was einen riesigen Shitstorm verursacht hat, deswegen sind sie schnell von der Idee wieder abgekommen. Aber auch die Banken wissen noch nicht, wie sie in Zeiten von Online- und kostenlosen Girokonto wirklich Geld machen sollen mit den Kunden. So. Ja. Also das wird auch noch spannend. Irgendwann gibt es keine Filialen mehr, die du einsparen kannst. Das stimmt. Ja. Wir können an der Stelle kurz bei der Sparkasse bleiben. Das ist nämlich einer der drei Punkte, die ich trotz Apple Pay hätte. Denn die Sparkassen, das ist so die einzige Bank meines Wissens, also keine Bank, sondern ein Geldinstitut, das sich so derart auf die Hinterbeine stellt und sagt, nicht mit uns, weil wir haben schon einen eigenen Mobile Payment Service. Da heißt bargeldlos bezahlen oder so. Doch, ein catchy Name. Es gab auch Fernsehwerbung dafür. Echt so einen catchy Namen haben die gewählt. Irgendwas, was unsexy ist, wie fast alle Namen bei der Sparkasse. Ich muss nicht, dass ihr Mist erzählt. Ich google mal eben. Genau, mach mal nebenbei. Ich erzähle nebenbei, was die nicht machen. Sie fordern nämlich von Apple, man möge doch diese NFC-Schnittstelle freigeben. Ja. Für andere Apps. Weil die Sparkasse findet es fies, dass Apple da so eine Insellösung aufbaut. Und möchte, dass die NFC-Schnittstellen offen sind, damit sie mit ihrer Insellösung, nämlich auch nur für deren Kunden gilt, da drauf können. Das ist ein bisschen in der Diskussion halt schwierig. So, mobiles Bezahlen heißt die. Mobiles Bezahlen, das ist schön. Ist ähnlich catchy. Aber selbst wenn Apple die Schnittstelle freigeben würde, würde das doch heißen, ich muss an der Kasse mein Handy rausholen, muss die App öffnen, muss mich authentifizieren und muss dann das Gerät dagegen halten. Jetzt kommt's. Und das ist nicht ohne. Ich hatte mal beide Lösungen auf Android installiert, weil ich bin bei der Sparkasse und dachte mir, ach, im Prinzip ist mir egal, ob ich mit Google Pay oder mit mobiles Bezahlen bezahle. Das ist schon Satzkonstrukte. Es wird nicht leichter für Journalisten. Das ist bei Apple, würde ich dieser Name, ne? Also wie Apple TV und Apple Watch. Und das macht auch alles schwierig. Das, aber naja, ja. Naja, ich hatte also beides bezahlt und wunderte mich also, dass vorher gesagt, dieses mobiles Bezahlen habe ich nie vernünftig installiert bekommen. Du kannst also da tatsächlich deine Automatenkarte damit kombinieren. Ich habe die dann immer eingegeben und dann hieß es immer, ja, wird in Kürze fürs mobile Bezahlen freigeschaltet. Und wenn ich dann 2 Stunden später die App wieder gestartet habe, dann war diese Karte wieder weg. Dann konnte ich von vorne anfangen. Das habe ich 4-mal gemacht oder so. Dann habe ich entnervt aufgegeben. Dann wollte ich wieder mit Google Pay bezahlen. Funktionierte nicht mehr.
Na gut, funktioniert das nicht mehr. Vielleicht irgendwie bin ich kreditunwürdig geworden oder was weiß ich. Dann habe ich irgendwann völlig genervt diese Sparkassen-App deinstalliert. Und dann ging Google Pay wieder? Und dann ging Google Pay wieder. Okay, auch schön. Also mit anderen Worten, diese App hat Google Pay blockiert. Also die NFC-Schnittstelle oder was weiß ich was. Also, keine tolle Lösung von der Sparkasse. Also, wenn Sie jetzt erboster Sparkassenmitarbeiter sind, dann können Sie natürlich auch anrufen. Ich habe das jetzt, was weiß ich, 2 Monate nicht mehr probiert. Vielleicht klappt das jetzt wunderbar. Das sind alles Dinge, die wird sich Apple einfach nicht geben wollen, weil das passt nicht zu dem Anspruch, den Apple an User Experience hat. Ja, aber du wirst mir zustimmen, dass das, also im Grunde stimme ich der Sparkasse schon zu. Wie kann denn eine Firma da hingehen und sagen, bei sowas Essentiellen wie einem Zahlungssystem, da verweigern wir einfach allen Leuten den Zugriff auf unsere Technik. Also ich errichte hier so eine Art Monopol mit einem Technikgegenstand, der ja nicht gerade nur von 3 Leuten genutzt wird. Also das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, aber andererseits ist es nicht Apples Sicherheitskonzept, dass sie das genau so einkapseln, dass da niemand rankommt? Keine Ahnung. Ist denn Android super unsicher in der Hinsicht? Keine Ahnung. Ich kann es aus dem Aspekt halt, aus diesem User Experience Aspekt verstehen, dass sie genau sowas halt irgendwie nicht haben wollen. Das ist auch vermutlich schwierig, das so zu machen. Das ist halt mal klar, wenn ich jetzt irgendwie bei der Lufthansa meine Tickets buche, dann landen die auch in Apple Wallet drin. Und wenn ich am Flughafen bin, poppen die auch automatisch auf. Und sowas könnte man sicherlich auch über NFC triggern. Also wenn da irgendwie so ein Request kommt, so ein Payment Request von so einem Terminal, dass dann halt dann die Sparkassenkarte aus dem Wallet aufpoppt und sagt, hier bin ich oder so. Aber ich glaube, das ist ein riesiger Aufwand, weil diese Apps dürfen ja nicht in diese Secure Enclave reinschreiben bei Apple. Das kann nur das Betriebssystem. Also müsste das halt irgendwie hintenrum durchs Knie und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig. Ja, aber Android kann das doch auch. Android tut das auch, ja. Sind die alle schlauer da bei Google? Oder die sind offen wie ein Scheunentor. Oder es ist einfach ein anderes Sicherheitskonzept dahinter. Da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, wie Android das hinter. Wenn sie Android-Mitarbeiter. Worauf ich nur hinaus wollte, ich erinnere mich halt noch an so Geschichten wie Microsoft hatte seinerzeit es gewagt, für sein eigenes Betriebssystem den eigenen Browser nur vorzuinstallieren. Ja, aber ich weiß auch nicht, wann Microsoft zum letzten Mal 20% Marktanteil hatte. Auf einmal ist iPhone, das ja angeblich den Markt beherrscht, auf einmal ist es völlig irrelevant. Da müssen wir schon mal für was entscheiden. Irgendwie entweder, ach, das ist ja nur das kleine Apple, das müssen wir mal irgendwo durchlaufen lassen. Oder Apple ist relevant und dann müssen die sich leider auch öffnen. Was soll es denn bitte mal sein? Für mich ist es zieht die Relevanzthematik. Apple ist an der Stelle einfach, es sind 20% Marktanteil. Das ist auch, Volkswagen ist in der ganzen Autodiskussion auch deutlich wichtiger als Maserati in Deutschland. Maserati macht vermutlich sogar deutlich mehr Geld als Volkswagen. Mehr Umsatz und mehr Profit. Aber gehören die nicht inzwischen auch schon dazu? Ach, die haben keine auch Ahnung, schon alles gekauft. Beispiel jetzt mal. Was weiß ich, was alles zu diesen Betrügern da gehört. Ja, schwieriges Thema. Aber Apple ist immer klein, wenn es um sowas geht. Und Apple ist immer groß, wenn es um was anderes geht. Ja, also ich verstehe auch, dass sie es marketingtechnisch so drehen. Aber wenn man das jetzt mal so aus kartellrechtlicher Sicht sieht, da wird kein Kartellamt der Welt, vor allem in Deutschland, nicht sagen, ja okay, habt ihr 23,8% Marktanteil, ist einfach egal, was ihr macht. Also nicht egal, aber wissen schon. Ja, ganz kurz. Ja. Ah, ich bin wieder da. Hey. Hallo. Schön. Handwerker im Haus. Hast du was rausgefunden? Ja schon. Ach so, ich dachte, du hast was rausgefunden über die Transaktionsgebühren. Ja, warst nee, kurz im Park. Dein Handwerker wusste das auch. Genau. Nee, ich glaube nicht. Um einmal die Sparkassen-Thematik zu beenden, ich habe natürlich auch Apple gefragt, was denn mit der Sparkasse eigentlich jetzt irgendwie sei. Und Apples Antwort dazu war, dass man mit allen redet und allen dieselbe Kondition anbietet. Und dass man auch das, also allen, das klang so nach weltweit, was denn ein prozentualer Anteil sein wird pro Transaktion. Und auch das hat niemand von Apple so wortwörtlich gesagt, aber es klang so nach, ja meine Güte, irgendwie 835.000 Banken auf der Welt, passt das irgendwie? Und wenn diese einen Spinner aus Deutschland nicht wollen, dann haben die halt irgendwie Pech gehabt. Naja, es sind ja,
da sind wir wieder bei der Relevanz. So ganz irrelevant ist die Sparkasse natürlich nicht, schon haben nicht. Die 5 Millionen Kunden haben die 40 Millionen Kunden. Oder kleinen Spinner, ne? Ja, aber also gefühlt, und jetzt trifft mir unglaublich in die Klischeekiste ab und ich kriege wahrscheinlich ordentlich Haue, aber gefühlt ist der Sparkassenkunde auch nicht der Kunde, bei dem das mobile Zahlen ganz oben steht. Also ich denke eher, dass diese Online- und Direktbanken und die Banken, die auch eher so auf ein jüngeres Publikum abzielen, dass da das Thema größer ist, als es bei der Sparkasse ist, gefühlt. Die Sparkasse noch bei dem Thema hier Überweisungsterminal. Ja. Ja. Genau. Ja, aber dann ist doch die Frage, aber die Sparkasse ist eine der Banken, die wirklich echtes Geld verlangt für Kontoführungsgebühren. Ja. So, und wenn es jetzt irgendwie tatsächlich an diesen Transaktionsgebühren liegt, oder das werfe ich allen deutschen Banken vor, die wegen Transaktionsgebühren den Apple-Abweisungen an Google ableiten müssen, warum nimmst du nicht 1,80 € dafür? Warum kann ich die Santander oder so, und die wollen eh mitmachen, aber bleiben wir bei Sparkasse, warum sagt die Sparkasse nicht, okay, du zahlst eh 7,50 € im Monat für dein Konto, sind 7,50 €, zahl doch 9 € das Apple Pay mit rein. Ich würde das sofort machen, wäre ich Sparkasse, würde ich das sofort machen. Die Sparkasse wollte mich irgendwann nicht mal als Kunde haben, da war ich 16 Jahre alt. Was hast du gemacht? Sparbuch überzogen. Nein. Als es plötzlich Geld kostet. Okay, das war alles sehr, das erzähle ich jetzt kurz. Die haben damals, als ich 15, ja, da war ich noch 15, hatte so ein normales Sparkosten-Girokonto für junge Leute. Und die Sparkasse hat damals eine neue Online-Banking-Software rausgebracht. Konnte man auf seinem PC installieren und konnte dann Online-Banking machen. Vor 65 Jahren schon. Ungefähr. Und die hat damals, ich weiß nicht, die hat durch 30 Mark gekostet oder so. Und da stand halt für PC. Ja. Ich habe die einfach gekauft, weil ich einen PC hatte zu der Zeit. Ich hatte keinen Mac, ich hatte einen PC. Ein Linux-PC. Ah. Und oh Wunder. Das haut es wieder ein bisschen raus. Ja, hat nicht funktioniert. So, weil war zwar irgendwie, ich glaube, es war sogar irgendeine Java-Anwendung, hat aber nicht funktioniert. Weil Linux. Und dann habe ich diese Software da irgendwie zurückgetragen. So, hier, da steht für einen PC drauf und geht irgendwie nicht. Und dann haben wir so lange Diskussionen, dann bin ich nach Hause gelaufen, habe meinen Laptop geholt. Also hier, das ist halt alles geht irgendwie. Das ist halt ein scheiß PC und es funktioniert nicht. Ich brauche diese 30 Mark irgendwie zurück oder 40 Mark, was es gekostet hat. Wollten die aber nicht. Und dann haben wir länger diskutiert und die haben mit irgendjemandem im Hintergrund auch telefoniert. Und dann hat die sehr freundliche und bis dahin auch bemühte Sparkassenmitarbeiterin in Altenholz-Stift damals gesagt, es würde mich auch niemand zwingen, bei der Sparkasse Kunde zu sein. Und dann habe ich in der Sekunde entschieden, behaltet eure scheiß 40 Mark, aber gebt immer alles, was sonst kommt, gebt mir das mal, ich trage das woanders hin. Und seitdem haben die mich nie wieder gesehen. Ja, das ist ein gutes Beispiel für Kundenbindung. Ja, ich habe seitdem einen sehr wohlgepflegten und ausgewählten Hass auf die Sparkasse und das macht auch nichts wieder gut. Da bin ich mucksch, seit 16 Jahren inzwischen. Sparkasse kommt heute Morgen hier irgendwie nicht gut weg. Ja, ne? Vielleicht gibt es bald irgendwie ein Paket oder so, oder so ein kleines Entschuldigung. Ich möchte die Sparkasse so. Eine Anzeige in der MacLife buchen oder so. Jetzt mobiles Bezahlen nicht mit Apple. Ja. Ich hätte noch zwei Punkte aus Apple Pay und dann bin ich auch damit durch. Nämlich Dinge, die mit Apple Pay nicht gehen. Und zwar Apple Pay Cash. Ja. Gibt es in Deutschland nicht. Es gibt es, glaube ich, auch nur in den USA. UK weiß ich gar nicht, aber ich glaube nur in den USA. Apple Pay Cash, ein Apple Pay Button, der in der Nachrichten-App auftaucht und wo ich so peer-to-peer zwischen zwei Menschen Geld verschieben kann. Warum ist der weltweit ausgegraut und verfügbar? Also seit es Apple Pay in Deutschland gibt, habe ich ihn auf der Apple Watch nicht mehr. Ach so, ah, okay. Und in Nachrichten auf dem iPhone hatte ich ihn noch nie. Und natürlich habe ich das gefragt, wie es denn damit aussieht, warum das nicht passiert ist. Und die Antwort dazu war dann auch, wie zu erwarten war, we don't have anything to announce about Apple Pay outside of the US today. Stimmt, der Button ist weg, du hast recht. Ja. Ich habe jetzt schon von einigen Leuten gehört und auch auf Twitter gesehen mit Screenshots, dass das durchaus in deren Wallet-App irgendwie auftaucht, auf den iPhones auftaucht. Dieser Einrichtungsprozess zumindest und die dann aber daran scheitern, wenn man an irgendeiner Stelle eine amerikanische Social Security Number eingeben muss. Ist das der Grund, warum es nicht außerhalb bisher funktioniert? Warum ist das mit der Sozialversicherungsnummer verknüpft? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung. Da bin ich völlig blank. Wahrscheinlich, weil du, wenn du ein Konto eröffnest, wirst du dich auch in den USA irgendwie registrieren müssen, weil es ja da doch um Finanzgeschäfte geht und
Ich kann mir gut vorstellen, dann auch Geldwäsche etc. pp. Musst du natürlich Apple als Plattformanbieter irgendwie letztlich doch namentlich verifizierbar bekannt sein. Aber wenn ich doch eine authentifizierte, autorisierte N26-Karte in meinem Wallet schon habe. Ja. Also die wissen ja, also das stimmt, ja. Das läuft aber ja immer noch ist wahrscheinlich der Prozess seitens Apple noch nicht entsprechend umgestellt, dass das irgendwie auch außerhalb der US of A. Das mag sein, ja. Dann der zweite Punkt, der nicht funktioniert, und das führte zu einiger Verwirrung, und die haben nochmal jemanden dazugeholt, also diesem Apple-Hintergrundgespräch, der aus Deutschland war und so ein bisschen Vokabularproblematik ausräumen konnte. Wiederkehrende Bezahlungen mit Apple Pay sind nämlich so ein Thema. Und tatsächlich haben die Menschen, die da waren von Apple, immer von Recurring Payments gesprochen, die funktionieren würden. Zum Beispiel Netflix, aber gleichzeitig Amazon zum Beispiel nicht. Und wir haben uns hin und her überlegt, und also wir waren eine ganze Traube von Journalisten, die da zu diesen Gesprächen eingeladen waren, woran das liegen könnte, und haben am Ende entschieden, okay, es wird einen Unterschied geben zwischen Recurring Payments und Subscriptions, also wiederkehrende Bezahlung und Abonnements. Und da hat Apple noch jemanden angeholt, der Deutsch spricht und Apple Pay Spezialist war, und der das auch bestätigt hat, dass denn das Problem ist eigentlich, also das gedankliche Problem ist, dass die Kreditkartendaten werden nicht auf dem iPhone gespeichert, sondern halt ein Token, der durch die Bank bestätigt worden ist, einmalig. Auch dieser Token verlässt das iPhone nie, sondern aus diesem Token wird ein Kryptogramm erstellt, was an die Terminals übergeben wird, und das ist einmalig gültig, ein einziges Mal. Das heißt, selbst wenn jemand mit einem NFC-Reader das Ding abfängt, kann nichts mehr machen, außer diese eine Zahlung zu tätigen, weil das Kryptogramm zu dem Terminal auch passt. Also da ist der Betrag schon mit drin und etc. pp. Genau, das ist das Problem war, okay, aber wenn es einzelne Transaktionen sind, dann müsste ich doch jedes verdammte Mal wieder diese Transaktion bestätigen. Zum Beispiel auch, wenn ich jeden Monat Netflix bezahle. Und da sagte der eine Mensch von der Bank dann, das kann so nicht sein, das klappt so auch nicht, das geht anders. Und daraufhin haben wir nochmal mit Apple geredet und die haben es auch aufgelöst. Und ja, das funktioniert auch, weil man kann, wenn man eine Zahlung anfordert an Apple Pay, damit auch gleich hinterlegen. Und übrigens, das mache ich jeden Monat. So, und zwar müssen dann drei Dinge quasi stimmen. Diese Transaktion muss mindestens alle drei Monate stattfinden. Es muss derselbe Händler sein und derselbe Betrag. Das heißt, wenn man dann sein Apple Pay hinterlegt bei Netflix, funktioniert das so lange automatisch weiter, bis entweder Netflix den Preis erhöht oder man ein anderes Abo-Modell bei Netflix wechselt. Dann muss man es neu authentifizieren. Das ist auch der Grund, warum ich Apple Pay bei Amazon nicht nutzen kann. Bei Amazon kann ich meine Kreditkarte hinterlegen und egal, was ich kaufe, es wird einfach da abgebucht. In der Regel ändert sich ja bei jeder Amazon-Bestellung, die ich tätige, der Betrag. Also heute habe ich mein Amazon Prime Toilettenpapier-Abo bezahlt und das habe ich nicht wirklich. Aber aber Zahnpasta. Und morgen kaufe ich Bücher. So, und das würde jedes einzelne Mal wieder eine Autorisierung erfordern. Was ich persönlich schlimm finde, würde ich trotzdem nutzen, weil ich es immer noch sympathischer finde, als meine Kreditkartendaten irgendwo zu legen, auch bei Amazon, da ist auch nie was weggekommen, soweit ich weiß, aber ich fände es ganz nett, irgendwie meine Kreditkartendaten da löschen zu können und Apple Pay zu nutzen, würde ich machen. Ja. Aber ja, das ist das, was aktuell dann in der Gestalt nicht automatisch zumindest funktioniert. Das war das, was ich das Apple Pay hab, glaube ich. Gut. Die es noch nicht dürfen, warten noch. Der größte Teil. Ja, ich berichte dann irgendwann nächstes Jahr, wie ich es finde. Ach, ja. Süß. Ja, ist so. Ich habe kein Geld zum Ausgeben. Also. Bist du schon wieder bei Pasta mit Ketchup? Nee, noch nicht ganz. Toast mit Senf. Das ist dann ein Weihnachtsmahl, ja. Oh ja. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine Scheibe Käse, die rumfliegt oder so.
Habt ihr noch irgendwas Apple Pay oder sind wir sonst mit dem Thema jetzt? Ich glaube, da sind wir mit durch. Ich glaube, da sind wir echt mit durch. Also das Einzige, was mich interessieren würde, vielleicht würden da wirklich mal Leute anrufen. Ist das eigentlich ein Hype-Thema in Deutschland? Ist das wirklich gewollt in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ruf doch mal an. Du hast anrufen gesagt. Ich drücke den Knopf. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole. 0431 200 766 705. Danke, Siri. Wie artig sie das macht. Mhm. Ja. Danke, Siri. Ach, find ich wirklich spannend. Ich finde es vor allem auch spannend, wenn sich Menschen melden, bei denen mit Apple Pay irgendwas nicht funktioniert hat. Weil, also abgesehen davon, dass ich in Diskussion verwickelt worden bin mit Kassierern und Filialleitern, hat es das Bezahlen an sich immer tadellos funktioniert. Ich hätte es auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt, weil das auch gut abgegangene Technik ist. Da fällt doch noch was ein. Fällt doch noch was ein zu Apple Pay. Und zwar wird man mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht nach einer PIN-Nummer gefragt werden. Okay. Das stimmt. Denn, auch das habe ich versucht zu fragen, weil an dem Tag erschien auch ein Artikel von Kollegen, die behauptet haben, dass man bei größeren Beträgen nach einem PIN gefragt werden würde und der sei dann viermal die Null. Es gibt einen Apple-Support-Artikel, wo sowas irgendwie auch verklausuliert drinsteht. Ich habe mit einem Apple-Spezialisten aus England darüber gesprochen und habe den auch direkt darauf angesprochen, so also hier, das schreiben die Kollegen und hier ist euer Support-Dokument und wie ist denn eigentlich? Und der sagt, nein, also Terminals wissen schon, dass diese Kryptogramme, die aus Smartphones kommen, sicherer sind als Plastikkarten, weil sie ohnehin nochmal autorisiert werden müssen durch entweder Face-ID oder Touch-ID und fragen dann nicht nach einem PIN. Okay. Punkt. Ja. Was passieren könnte, ist, wenn die Geräte entweder älter sind oder verkonfiguriert sind, dass bei größeren Beträgen eine Unterschrift gefragt wird, was natürlich völliger Irrsinn ist, weil es nicht zum Vergleichen gibt, wenn ich mit dem Smartphone bezahlt habe. Aber hey. Aber ja, genau, das ist das, was Apple gesagt hat. Apple schreibt was anderes im eigenen Support-Dokument. Ich zahle jetzt tatsächlich, ich kaufe jetzt verschiedene Supermärkten ein, damit ich mehrere Zahlungen am Tag tätigen kann, um zu provozieren, dass ich mal irgendwann ein Problem reinrenne, vielleicht sogar an so ein PIN-Nummern-Problem, um das mal zu sehen. Wenn das irgendwem von euch schon mal passiert ist, jetzt wo ihr seit 4 Tagen Apple Pay nutzt, das würde mich wirklich interessieren, ob es Probleme gibt, ob es dieses PIN-Nummer-Ding wirklich gibt. Ja, wenn genau. Ihr euch ein Auto mit Apple Pay kauft, ob es da vielleicht eine Abfrage gibt. Ja, zum Beispiel. Ja. Wo ist das Limit eigentlich? Genau, sagt uns doch mal. Muss ich erst wieder 2 Airbus kaufen, bevor das... Ja, nachdem ich neulich wieder auf deinem HomePod-Artikel las, dass jemand seine 12 Lautsprecher im Haus durch HomePods ersetzt hat, dachte ich mir, ah ja, okay, gut. Irgendwas machen wir falsch, ne? Ich habe mal 12 HomePods bestellt. Ja, gut. Genau. Nächstes Thema. Lautsprecher ist nämlich fast ein gutes Thema. Ja. Denn wir haben das große Glück, dass wir in dieser Episode von Steifenquadrat wieder mal einen Sponsor mit an Bord haben, nämlich die Kollegen von Sennheiser, die ich persönlich schon sehr lange begleite, schon bevor ich hier gearbeitet habe. Ich bin großer Fan von deren Produkten. Unser Redakteur, unser Autor Tobias Friedrich hat sich länger mit denen unterhalten und erzählt uns jetzt mal ein bisschen was über aktuelle Sennheiser-Produkte. Für uns bei Schleifquadrat ist natürlich auch immer Technik ein Thema, auch Podcast-Technik und Equipment. Und eine der größten und besten Adressen dafür, mindestens in Deutschland, wahrscheinlich sogar auf der Welt, ist Sennheiser. Und unser Autor und Redakteur Tobias Friedrich hat sich mit denen zusammengesetzt und genau darüber geredet. Wie kamst du dazu? Hallo Tobias. Hallo. Also Sennheiser hat uns angesprochen und wollte, dass wir uns mal mit deren Equipment für Podcasts beschäftigen, zumal die da mächtig aufgerüstet haben und verschiedenes Equipment anbieten inzwischen und auch einen Podcast-Guide online anbieten. Und da geht es von ganz klein bis große professionelle Lösungen. Die haben uns 5 Produkte geschickt oder mir, die ich mal ausprobiert habe. Und das geht wirklich los bei schlanken 34,90 € mit so einem Headset. PC8 USB-Headset nennt sich das. Geht dann über Mikrofon-Clips, die man auch sehr gut mobil und draußen benutzen kann. Über 3D-Aufnahmen, da kommen wir gleich noch zu. Und dann etwas professionellere, schwerere
Mikrofone, mit denen man wirklich sehr professionell sowohl Wort als auch Musik als auch Geräusche, Atmosphäre, alles Mögliche aufnehmen kann. Also sie haben so eine ganze Bandbreite tatsächlich im Angebot. Und genau, die hatten sie mir mal geschickt, dass ich das alles mal ausprobieren. 3D-Aufnahmen, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend, aber ich finde es auch spannend, dass Sennheiser, den man sonst da eher so dem Hochpreissegment zuordnet, dass die offensichtlich erkannt haben, dass Podcasten so das neue Bloggen ist. Also jeder soll das irgendwie können mit halbwegs moderatem technischem und auch wirtschaftlichem Aufwand. Genau, also dementsprechend geht es eben auch wirklich niedrigpreisig los für die Leute, die das mal so ein bisschen erst ausprobieren wollen, wobei man da natürlich auch ein bisschen limitiert ist. Der Klang ist eigentlich bei allem sehr gut, also da hat Sennheiser schon so einen Standard, der nicht unterschritten wird, aber bei diesem PC8 USB-Headset, das wirkt wirklich so ein bisschen wie so diese alten Walkman-Kopfhörer von früher, die Eltern unter uns werden sich erinnern. Ist wirklich sehr leicht, hat so ein Mikro zum Abklappen mit dran. Und das steckt man einfach per USB an seinen Rechner und los geht's. Also gerade so für Skype-Anrufe und Ähnliches ist das eigentlich ganz gut geeignet. Wie gesagt, Tonqualität sehr gut, aber ein bisschen limitiert, weil hat wirklich nur diesen USB-Stecker und eine kleine Fernbedienung dran, kann so ein bisschen Umgebungsgeräusche noch ausblenden, das ist alles ganz gut, aber es ist jetzt nicht unbedingt für den mobilen Einsatz draußen und so geeignet. Aber wenn man mal so ein bisschen starten will und gerade viel mit Gesprächen macht am Rechner und das aufzeichnen will, dann ist das eigentlich ein sehr guter Einstieg und kostet wirklich wenig. Das finde ich auch für uns ganz spannend. Also wir haben ja häufiger mal, dass wir Gäste hier im Podcast haben. Und das ist ja auch mal ein Preis, für den man sich, also wenn man es ernster meint, wie wir das ja bei Schleifenrollen haben, sich mal 4-5 Stück irgendwie hinlegen kann und die dann per Post rausschicken kann, damit man sicherstellt, dass Gesprächspartner zumindest nicht an der Technik scheitern, also deren Audioqualität nicht an der Technik scheitert. Genau. Weil also da ist es wirklich so, dass die Audioqualität deutlich besser ist, als wenn man einfach so vor dem Rechner sitzt. Und gerade auch mit dem ganzen Mac, iMacs oder so funktioniert das wunderbar. Das ist cool. Dieses Noise Cancelling, von dem du gerade diese Geräuschunterdrückung, von der du gesprochen hast, ist das eher so für mich, damit ich Ruhe habe, während ich aufzeichne? Oder filtert das tatsächlich Umgebungsgeräusche über das Mikrofon der Gestalt aus, dass die auch gar nicht in die Aufnahme reinkommen? Das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall für dich selber filtert es sie raus. Also das, wie es bei dem Gegenüber ankommt, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau. Aber so für dich selber funktioniert das eigentlich mit einem simplen Schalter an dieser Fernbedienung. Was ja auch schon mal Gold wert sein kann. Ja, genau. Habe ich gerade erlebt, ich war tatsächlich ich bin tatsächlich sowieso so ein Sennheiser-Kind, habe schon immer Sennheiser-Kopfhörer gekauft, auch bevor ich hier gearbeitet habe. Und war jetzt gerade in München unterwegs und bin geflogen und hatte da die, ich weiß gar nicht, wie heißen sie, PCX 55, glaube ich, von Sennheiser auf. Und dieses Noise Cancelling, wenn man es gut macht, ist ja einfach ein Segen. Ne? Man ist ja wirklich irgendwie losgelöst von allem. Und ich habe dann zwischendurch einmal, weil meine Sitznachbarin im Flieger irgendwie mal kurz durch wollte und mich angestupst hat von der Seite, diese Dinger abgenommen. Und man ist ja in einer Hölle dann auf einmal. Also in einer Hölle. Ja, wenn man sich dran gewöhnt hat. Ja. Inzwischen ist es bei mir so weit, dass ich tatsächlich schon beim Betreten von Flughäfen setze ich diese Dinger auf. Ich muss da gar nicht zwingend Musik drauf haben oder so. Aber ich gehe dann noch Stunden, also auf jeden Fall lange, bevor mein Telefon es tut, gehe ich in den Flugmodus quasi und blende diesen ganzen Quatsch, der da passiert und dieses ganze Getümmel und Gewirr aus. Das ist wirklich ein Segen. Ja, super. Also wenn man sich zu sehr daran gewöhnt und zum Beispiel müde ist und in den U-Bahn einsteigt, dann sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht sich unvermittelt an der letzten Station wiederfindet. Aber ansonsten, also kann man sich schon dran gewöhnen. Das ist eine gute App-Idee, dass man eine App sagen kann, wo man eigentlich hin will, dass die einen rechtzeitig dann per genau. Verbindung mit Noise Cancelling. Ja. Marktidee. aber unterwegs ist ja quasi das Stichwort, wenn wir dann über das nächste Produkt reden. Dieses Mikrofon, wo du sagst, dass das gerade so für den mobilen Einsatz sich anbieten würde. Das ist eigentlich super. Also das ist sehr flexibel. Das verbindet sich per Bluetooth, beziehungsweise die reden hier von, wie heißt es, ein Video-Audio-Sync, sodass es eigentlich noch eine weitere Reichweite hat als normales Bluetooth. Und das ist ein kleines, so feuerzeuggroßes Gerät. Das kann man eigentlich schon ziemlich überall anstecken.
Wenn man es geschickt platziert, wenn man jetzt nebenher noch Video laufen lässt, sieht man es vielleicht sogar nicht, wobei also so ganz winzig ist es nicht. Aber auch da die Qualität sehr gut. Es gibt eine komplementäre App dazu. Der Magnet an dem Clip könnte eine Idee stärker sein, aber ansonsten ist man damit wirklich sehr flexibel mit iPhone und diesem Clip unterwegs und kann eigentlich alles aufnehmen. Also auch da von Sprache über Atmosphäre draußen bis zu Sprachen, also Musiksprache und Atmosphäre, eigentlich alles ganz gut. Das hält 4 Stunden lang, bis es wieder aufgeladen werden muss. Also eigentlich wirklich für vielseitige Aufnahmen schon gut geeignet. Also schon so als Alternative zu diesen klassischen, wie heißen sie, Lavalier-Mikrofon, mit diesen 600 genau. Kabel dran, die bis zur nächsten Kamera reichen oder so? Genau, also da ist auch eine Kondensator-Mikrofonkapsel drin. Das ist wirklich eine gute Qualität. Passt in jede Hosentasche im Grunde. Und damit bist du wirklich sehr flexibel, weil du auch viele Sachen, die du nicht planen kannst, vielleicht draußen unterwegs, sondern einfach spontan aufnehmen willst, sind damit wirklich hervorragend geeignet. Aber sind halt schon, das ist schon ausschließlich dafür geeignet, dass ich mir das irgendwie an den Kragen oder ans Hemd. Ja, genau. Ich kann gut an irgendwelche Taschen oder sowas an Planen, wenn irgendwas, wo eine Gruppe drumherum steht, aufnehmen willst. Es müsste schon möglichst, wahrscheinlich kannst du auch auf den Boden legen oder so, oder irgendwo drauf aufs Regal oder so, aber müsste schon irgendwas sein, wo man es dran klippen kann. Das ist schon so die optimale Verwendung. Ja. Von daher wahrscheinlich auch am ehesten nimmt man es schon für Sprachaufnahmen oder wenn man öfter mit den Gesprächspartner wechselt, dann kann man es wirklich von einem Hemdkragen oder Pulloverkragen an den anderen ran klippen. Finde ich das nicht ganz interessant, weil ich habe das schon häufiger, also nicht für Steifmoderat, sondern für einen anderen Podcast gehabt, dass ich mit Leuten unterhalten habe, die sich dabei auch bewegt haben und also, weil wir über eine Messe gelaufen sind oder so. Und ja. Spätestens dann ist man ja relativ schnell verloren, wenn man ein Kabel hat. Entweder ja. Laufen andere Leute dazwischen und verheddern sich da drin. Das ist so eine Bluetooth-Strecke, glaube ich, schon eine ganz clevere Lösung. Ja, auf jeden Fall, zumal das, wie gesagt, die ich weiß nicht genau, wie weit man da voneinander entfernt sein kann, aber es geht schon so 10, 15 Meter oder sowas eigentlich ohne Probleme. Von daher ist das wirklich was ja deutlich, sehr solide. Deutlich mehr sein sollte, als man in allen normalen Aufnahmesituationen ja, so. Genau. Wenn du noch eine Frage stellen willst, 20 Meter ja. entfernt, wird es ja so schwierig. Aber genau, bei sowas, wie du sagst, wie eine Messe oder sowas, wo man dann wirklich nicht sich Gedanken machen muss und nicht darauf achten muss, sondern das einfach ganz entspannt angehen kann. Ja, und vor allem, weil es auch schnell geht dann offensichtlich an. Also weil, also ist das schon immer ein Krampf, sich so zu verkabeln und andere Menschen so zu verkabeln. Ja. Ich finde es auch ein bisschen, gerade wenn man es ja. dann mit Fremden eine Interviewsituation hat, das ist ja auch tendenziell fühlt sich immer ein bisschen übergriffig an, da Leuten unterm Hemd rum zu wurschteln und so ein Mikrofon ja. zu platzieren und ach, naja. Das ja, ist genau. Scheint mir eine sympathische Lösung zu sein. Auf jeden Fall. Ich meine, das kostet 199, ist schon ein bisschen mehr, aber dementsprechend gut ist eben auch das Mikrofon. Und ich glaube, das kann man auch eine Weile benutzen. Das wird jetzt nicht so schnell von irgendeiner neuen Technik überholt werden. Das ist einfach solide. Hast du da beim Ausprobieren irgendwas gemerkt, wie das so mit Kleidung ist? Also ich habe das schon häufig gehabt bei so klassischen, diesen Lavalier-Ansteckmikrofonen, dass man am besten stocksteif sitzen bleibt, damit ja nichts irgendwie raschelt oder knittert. Das ist also mit Rüschenhemd habe ich es jetzt nicht ausprobiert unbedingt, aber es ist... Ja, das hättest du eins gehabt. Nee, hätte ich tatsächlich besorgen müssen. nee, mit normaler Kleidung, also auch Jacke und Pullover, ist das eigentlich kein großes Problem. Ja, es kommt wirklich immer ein bisschen, aber ich denke, man sollte schon darauf achten, natürlich, wenn zu viel Kleidung da ist, dass man es an der Stelle steckt, wo es jetzt nicht unbedingt mit dem Schal die ganze Zeit in Berührung kommt oder so. Ja, verstehe. Bei dem nächsten Produkt, was du erwähnt hast, da bin ich besonders gespannt auf deine Meinung. Ich hatte auch schon das Vergnügen, damit mal zu hantieren. Ja. Erzähl mal, was ist das eigentlich? Also eigentlich sieht es erstmal aus wie ein normaler In-Ear-Kopfhörer mit so einem Bügel, der übers Ohr geht und dann zu einem Kabel führt. Nichts Besonderes, außer dass er an der Außenseite eben so ein Mikro-Lautsprecher-Mischung hat, also eine etwas breitere Wand auch hat. Und Sennheiser selber spricht davon einem 3D-Klangbild und von, jetzt muss ich sie gerade mal fast nachlesen, sie hatten so eine schöne
binaurale Aufnahme, genau. Von einer binauralen Aufnahme. Und die hatten das auch schon mal vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder sowas, ursprünglich auf den Markt bringen wollen und haben es dann nochmal verschoben, soweit ich weiß, weil es eben noch nicht ganz so weit war oder so gut funktioniert hat. Und jetzt ist es aber da. Und ich muss sagen, wenn man das aufsetzt und damit Aufnahmen macht, geht es einem schon so ein bisschen wie so einem kleinen Jungen an Weihnachten. Man ist doch erstmal, obwohl man ja relativ genau weiß und eine Vorstellung davon hat, was einen erwartet, ist es doch irgendwie sehr lustig und interessant, damit aufzunehmen. Weil du hast wirklich diesen Effekt, wenn du draußen auf der Straße meinetwegen was aufnimmst und ein Auto fährt vorbei, dann fährt das in der Aufnahme eben wirklich von rechts nach links auf dem Kopfhörer. Und so kannst du das natürlich mit allen möglichen machen, mit Gesprächspartnern, wenn du zwei verschiedene hast, einer rechts, einer links, dann merkt man das und man merkt es automatisch daran, von welcher Seite der Ton kommt, wer jetzt gerade spricht. Und das fand ich super. Zumal du eben auch kein richtiges Mikrofon zusätzlich mehr hast, sondern an deinen Kopfhörern eben das Mikrofon dran ist. Was mich bei dem Ambeo Smart Headset oder Aufnahme, diesem Ambeo Smart Headset so begeistert hat, ist, dass die Aufnahmen ja auch hinterher mit normalen Kopfhörern funktionieren. Also klar, je billiger die Kopfhörer und je schlechter sind, desto weniger gut klappt das. Ja. Aber wenn man so die normalen, schon die normalen von Apple mitgelieferten Ohrhörer sich ins Ohr steckt, hat man schon diesen 3D-Sound-Effekt hinterher. Und das ist ein ganz eigenes Erlebnis, finde ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch da wieder Qualität eigentlich makellos, was auch ein bisschen, oder nicht, was heißt ein bisschen, was dem geschuldet ist, dass sie mit Apogee zusammenarbeiten, auch bei den Produkten, über die wir gleich noch sprechen. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr gute Synergie und eher die da eingegangen sind, weil da sind wirklich zwei Profis zusammengekommen und das merkt man den Produkten schon an. Muss man so sagen. Ich denke auch, dass das eben ganz clever ist, sich dann da auch so vielleicht ein Stück weit einzugestehen, dass man nicht in allen Bereichen, die irgendwie mit Audiotechnik zusammenhängen, automatisch aus dem Stand Weltklasseprodukte abliefern kann und sich dann so ein bisschen zusammentut mit jemandem, der einem da auch gar nicht ins Gehege kommt, weil sich, soweit ich weiß, haben Sennheiser und Apogee sonst keine Überschneidung, wo die irgendwie wirklich Konkurrenten wären. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz, ganz clevere Partnerschaft, das stimmt, ja. Genau. Und auch da gibt es eine kostenlose Ambeo-App dazu, wo man noch so ein paar Einstellungen vornehmen kann. So ein Graphic EQ gibt es da, ein paar Feinabstimmungen. Da sollte man jetzt nicht zu viel erwarten, aber es ist schon ganz nett. Da kann man das schon noch mal ein bisschen justieren. Und insgesamt das ganze Paket kostet 299 Euro. Das ist eigentlich für das, was es ist. Und gerade wenn man es klug einsetzt und das genau das Richtige ist, ist das eigentlich ein Preis, der okay ist. Was ich damit immer schon mal machen wollte, ich bin da irgendwie nie zugekommen, ich hätte gerne noch mal ein zweites davon und dann würde ich gerne mal mit jemandem, der Ahnung von sowas hat, durch so eine Ausstellung gehen, in einer Kunsthalle, Museum oder so, dass man sich darüber unterhalten kann, dass mir mal jemand erklärt, was ich da eigentlich sehe, so ein bisschen Hintergrundwissen, auch ein bisschen Kunsthistorie dazu und man halt über diese Headsets auch so ein bisschen Atmosphäre mitnimmt. Ja. Und man dann noch dann über die Podcast-Kapitelfunktion, die inzwischen ja fast alle Podcast-Player-Apps auch haben, wenn man so ein paar Fotos einblendet, dass der Hörer dann sieht, vor welchem Bild oder welchem Kunstwerk ich gerade stehe. Und dann sich zwei Menschen darüber unterhalten, die dann ohnehin schon von links und rechts kommen, zum Beispiel Atmosphäre drumherum. Das ist ein ganz geiles Projekt, glaube ich. Das ist super, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht, da ist schon noch ein bisschen Spiel drin, aber ich kenne jetzt nicht so viele andere, die das auch machen. Von daher, ich fand das Ambeo schon damals, als sie es angekündigt hatten, auf dem Papier klang das schon super und es ist von der ersten Sekunde wirklich an so, fand ich zumindest, wenn man es reinsteckt und aufnimmt, hat das schon so einen Aha-Effekt, der auch eine Weile bleibt. Also ist das nicht so schnell unlustig. Vielleicht kleiner Aufruf an Sennheiser, wenn ihr uns jetzt dabei zuhört und dieses Podcast-Projekt, was ich gerade skizziert habe, auch toll findet, schickt so ein Ding nochmal rüber. Ich könnte ein zweites gebrauchen, dann mache ich das einfach mal. Ja, genau. Wird auch eingesetzt und richtig ausprobiert bis zum letzten. Genau, ich bin auch völlig schamlos. Ich würde das nochmal bewerben dann. Da bin ich da bin ich billig an der Stelle. Genau. Ja, man kann natürlich noch ein bisschen professioneller einsteigen und wenn man wirklich richtig Reporter spielen will sozusagen, dann kann man sich das Handmic Digital
besorgen von Sennheiser, auch wieder in Zusammenarbeit mit Apogee erstellt. Das ist so ein ganz klassisches Mikrofon, wie man es in der Hand hat, relativ groß und eignet sich sehr gut für den Einsatz auch in Feld und Wiese und überall. Ist schon ziemlich hochwertig, mit 259 Euro eigentlich auch noch ein okayer Preis. Dynamisches Handmikrofon, Metallgehäuse mit Signalwandlersystem. Schon sehr hochwertig, geht es von Micro-USB auf USB oder auch auf Lightning. Also kann man auch ans iPhone mühelos ranstecken. Und es hat eigentlich, also braucht man keinen großen Schutzmechanismen zusätzlich mehr oder irgendwelche Dinge, die man drüber stülpt. Das ist auch gegen Wind relativ gut gefeit. Also kann bei Wind und Wetter, also vielleicht nicht bei Sturm oder so, aber bei Wind und Wetter eigentlich gut eingesetzt werden, ohne dass man großes zusätzliches Equipment braucht. Und was besonders nett ist durch Apogee, ist eben auch für den AD-Wandler schon gesorgt. Also auch da muss man nichts mehr dazwischen schalten oder noch zusätzliches Zubehör besorgen, sondern es geht wirklich Plug-and-Play-mäßig. Das hatte ich auch schon in der Hand. Ich glaube sogar auf der IFA dieses Jahres. Mhm. Was ich da ganz cool dann fand, ist, dass sie dem Mikrofon so ein Metallgehäuse spendiert haben. Also das ist, man hat auch was in der Hand. Also zum einen so vom Gewicht her, was ja auch nicht schaden kann, wenn man das hält, dass man so das Gefühl hat, naja, was in der Hand zu haben. Und halt nicht, es fühlt sich nicht so nach billigem Plastikspielzeug irgendwie an, sondern man nimmt es in die Hand und merkt sofort, aha, das kann schon irgendwas. Genau, auf jeden Fall. Also das ist schon jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, wenn du Sachen weiter weg aufnehmen willst oder wie diese Clips, dass du so völlig unabhängig bist, aber es ist dafür wirklich hochwertig. Und genau, wie du schon sagst, also allein haptisch und vom Aussehen her macht das auch was her. Ja, natürlich ein Vorteil von so einem Handmikrofon im Gegensatz zu den Ansteckmikrofonen ist, es ist viel leichter, jemandem mal das Wort zu entziehen. Wenn man einfach das Mikrofon wegnimmt, dann... Genau. Wenn er einmal so einen Clip dran hat, muss er schon ein bisschen unhöflich hantieren. Ja, genau. Das ist auch das universale Zeichen, ja, aber auch im Journalismus dann für, Sie haben jetzt genug geredet. Genau, ein kurzes Danke und weg ist das Ding zum nächsten oder zu einem selber zurück. Ja, genau. Ja, und dann gibt's noch das fünfte Produkt, was die uns geschickt hatten, ist das MK4 Digital. Das ist schon noch eine Idee schwerer, liegt schon wirklich mächtig in der Hand. Und kostet auch gleich 439 Euro. Aber damit kann man wirklich die verschiedensten Sachen, auch gerade Musik und so akustische Instrumente wirklich sehr, sehr gut aufnehmen. Wenn es also in die Richtung geht, dass man sowohl Sprache als auch Musik zu gleichen Teilen viel aufnimmt, dann kann man sich das schon mal gönnen. Mit vergoldetem 1 Zoll Echtkondensator, Großmembran, Kapsel, auch noch lang unterzubringen. Aber Signalwandlung mit 24-Bit, 96 Kilohertz ist, und mit Lightning-Kabel, also auch da nicht nur am Rechner und zu Hause zu verwenden, sondern eben auch unterwegs. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich das habe ich noch nicht in der Hand gehabt, das Gerät. Ich kenne es auch nur von Bildern, ehrlicherweise. Und auf dem Bild ist gar nicht so ersichtlich, dass das ein Lightning-Kabel dran hat. Das finde ich ganz cool, dass es dann auch ein wirklich hochwertiges Mikrofon gibt, was trotzdem auch dann portabel eingesetzt werden kann. Und vor allem halt ohne den Mac mitzuschleppen. Genau, also die haben auch alternativ noch ein USB-Kabel mit dabei. Man kann das dann natürlich logischerweise auch am Mac verwenden. Aber was ich ganz gut finde, eben wirklich auch mit dem iPhone. Und das ist schon ziemlich mächtig. Also bei dem anderen, bei Handmic Digital, muss man noch dazu sagen, das hat sogar noch so ein Stativ, so ein kleines dabei. Das hat das hier nicht. Das hat nur so einen Adapter mit Ring, sodass man das mit einem Stativ, was man selber hat, verbinden kann und dann kann man das auch als Tischmikro benutzen. Aber ansonsten sehr, also die Aufnahmen sind wirklich super, die man damit machen kann. Das finde ich, das hat mich auch alles andere auch gewundert. Also weil auch bei günstigeren Produkten von Sennheiser, ich war mit denen eigentlich nie unglücklich. Es hat schon immer irgendwie so ein Mindeststandard gehabt, der auch nicht unterschritten wird. Ich glaube, das kann sich auch Sennheiser einfach nicht erlauben.
Nee, wahrscheinlich nicht. Was ich tatsächlich, und da kommen wir wieder auf den Anfang zurück, erstaunlich fand, war, dass es sogar bei diesem PC8 USB Headset sogar wirklich gut war für 34,90. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt die allergrößten Ansprüche an die Audioqualität, aber selbst da war das wirklich solide. Von daher ist es schon recht haben. Also das ist wahrscheinlich irgendwann mal so eine Marke, die gesetzt wurde und die durch alle dekliniert wird, durch alle Produkte, dass die nicht unterschritten wird. Ja, und ich finde es auch wichtig, so als Tipp an Menschen, die mit dem Podcasten anfangen wollen, so ein bisschen investieren muss man halt einfach. Also ja, natürlich, jedem iPhone liegt ein Mikrofon bei in Form von diesem Headset oder hat auch ihr integriertes. Und ja, das geht schon alles irgendwie, aber das möchte keiner hören hinterher. Das ist, ja. genau. Da fehlt es einfach an vielem dann, an meistens auch einfach an Bass in der Stimme dann. Ja. Man kann das alles irgendwie ein bisschen retten mit viel Post-Production. Aber wenn man, wie du sagst, dann dafür für 35 Euro schon einen guten Einstieg hinbekommt, dann sollte es da noch nicht scheitern. Also gerade wenn man das als Hobby anfängt, 35 Euro kann das schon mal wert sein. Ja. Also es gibt natürlich bei diesem Ambio Smart Headset, mit diesen 3D-Aufnahmen zum Beispiel, sollte man natürlich auch ab und zu unterwegs Aufnahmen machen, aber die kann man ja auch ganz normal als Kopfhörer verwenden. Also du musst jetzt nicht dauernd dreimal am Tag irgendwas aufnehmen für einen Podcast, sondern du kannst sie auch ganz normal als Kopfhörer verwenden und das rechtfertigt den Preis natürlich nochmal umso mehr. Erstmal, dass es einfach wirklich gute Kopfhörer sind auch. Ja, genau. Gut, wir können... Nee, von daher, also kann man jetzt nicht groß meckern bei den Sachen. Man kann sich tatsächlich überlegen, wie viel Geld man investieren will. Und gerade wenn man anfängt, sollte man das, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht erstmal mit was Kleinem anfangen. Aber ansonsten, was die Qualität der Aufnahme angeht, kann man mit den Dingen nicht viel verkehrt machen. Sehr schön. Ich würde sagen, wer noch mehr zum Thema rund um das Podcasten wissen möchte, der hat zwei großartige Möglichkeiten. Nämlich zum einen haben wir von der Mac Live vor ein paar Monaten so einen Podcast-Beileger im Heft gehabt, den es auch als PDF gibt. Den verlinken wir nochmal in den Shownotes. Aber auch die Kollegen von Sennheiser selbst, hast du schon eingangs kurz erwähnt, haben einen eigenen Podcast-Guide, den man findet unter de.sennheiser.com/how-to-podcast, also how-to-podcast. Lohnt sich auf jeden Fall. Unser ist mehr zum Lesen. Der von Sennheiser hat auch lustige Bewegtbilder mit dabei. Genau, die haben das so in kleine Häppchen aufgeteilt. Das ist eigentlich ganz lustig. Und da geht es auch nicht nur ums Equipment, ganz im Gegenteil, sondern auch wirklich darum, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, worauf man achten sollte, was inhaltlich so ein bisschen Thema sein sollte, wie der ein Produzent ist, das Musikproduzent, wie der erst selber angefangen hat. Das finde ich schon ganz nett. Also es sind leicht bekömmliche Häppchen, Videohäppchen, die man da bekommt, die aber trotzdem schon ganz gut Informationen wiedergeben, die man brauchen kann, wenn man anfängt. Ich finde das spannend. Ich finde das gut. Ja. Also ich finde es gut, wenn mehr Leute daran geführt werden und dann das niedrigschwellig bleibt und sich dann auch namhafte Firmen da nicht zu schade sind, dann die Einstiegshürden zu senken. Ja, genau. Wunderbar. Ich danke dir vielmals, dass du dir das angeguckt hast und ein bisschen darüber berichten konntest, was wir jetzt hier so eigentlich vielleicht für den nächsten Podcast verwenden sollten, statt unserem aktuellen Equipment. Ja. Oder zumindest Menschen, die noch kein Equipment haben, kaufen sollten. Ja, also ich hoffe, ich habe dich da auf Ideen gebracht. Sprich mit Sennheiser. Also das eine oder andere ist da sicher auch für euch interessant zum wöchentlichen Einsatz. Ich denke das auch. Also gerade dann, wenn es dann wieder zum Außeneinsatz kommt, weil so für das normale Setup, was wir haben, sehe ich uns ganz gut ausgestattet. Ja. Aber jetzt unterwegs rumzulaufen mit einem Audio-Interface und zwei sauteuren Headsets, die lange, schwere Kabel mit XLR-Steckern dran haben, das ist eher unsexy. Da ist so eine Lösung mit Lightning-Kabel am iPhone dann, glaube ich, die elegantere. Genau. Oder auch einfach, wie du sagst, um ein paar Mitarbeiter auszustatten mit diesen PC8 USB-Dingern, das macht total Sinn. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Tobias. Sehr schön. Sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Vielleicht bist du auch einfach mal so zu Gast in unserem Podcast. Ja, gerne. Und erzählst aus deinem lustigen Leben mit viel Technikgedöns.
Genau, ja, da gibt es einiges. Also Sennheiser ist nicht das Einzige, was hier rumsteht. Von daher gerne. Da komme ich gerne mit allem möglichen Gebimmel und Gebammel vorbei und erzähle euch was. Genau. Wer jetzt irgendwie sich denkt, dass das, was Tobias erzählt, schon irgendwie alles Hand und Fuß hat, der findet in der nächsten MacLive, die am 4. Januar rauskommt, einen längeren Artikel von Tobias zum Thema richtig präsentieren, wenn man vieles Sinnvolles lernen kann. Genau, also da gibt es auch die abgefahrensten Sachen. Da war ich selber ein bisschen überrascht, was man alles machen kann, wenn man irgendwas mit Keynote oder PowerPoint oder wie auch immer präsentieren will. Da ist auch eine Menge Musik drin. Ja, guck mal, vielleicht lade ich einfach im nächsten Podcast als Experten dazu ein. Ja, gerne. Kommt rum. Besten Dank und einen schönen Tag dir noch. Alles klar, danke euch auch. Ciao, ciao. Vielen Dank an Sebastian und Tobias für die Sennheiser-Geschichte. Wir haben einen Anrufer gehabt, auch für unseren Anrufbeantworter, nachdem wir jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal angeteasert haben. Und der hat noch was zu erzählen über die letzte Folge, das iPad Pro Spezial, was wir hatten. Das hat sich unser Hörer angehört und hat noch was dazu zu erzählen. Jo, moin. iPad Pro jetzt. Erstmal könnte es nicht daran liegen, dass die Face ID beim iPhone nicht so flexibel ist, weil man zwar den gleichen Winkel auf das Gerät guckt, aber der Winkel von der Kamera, das iPad ist ja doch ein bisschen größer, habe ich mir sagen lassen, selbst als die neuen iPhones ist das iPad größer. Und dadurch der Winkel von der Kamera zum Gesicht ist ja ein anderer. Und deswegen ist es da einfacher, ist, dass man das iPad auch auf den Kopf stellen kann. Und zum iPad habe ich mir irgendwann überlegt, ob man nicht irgendwann von Apple ein MacBook ohne Display bekommen kann und man kann das iPad Pro Display anpappen. Und wenn man dann eben zum Beispiel mit Page arbeitet, arbeitet man einmal mit einem Intel-Prozessor-Dings meinetwegen. Und wenn man es dann abrupft, kann man automatisch mit der iOS-Version weiterarbeiten. Könnt ihr mir vorstellen, dass es irgendwann dahin kommt? So, und bevor ich jetzt vergesse, ihr dürft mich natürlich Stefan nennen, mit PH. Wenn das zu kompliziert ist, einfach Seele sagen. So, schönen 4. Advent, beziehungsweise wenn ihr das hört, schönen Arbeitstag. So, die lege ich jetzt auf. Ja. Danke, Stefan, das fand ich super. Genau, danke. Auch einen schönen 4. Advent. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn? 3. ist jetzt der nächste? Ich bin da so ein bisschen. Ja, wann immer ihr uns hört. Podcast ist auf jeden Fall Weihnachten, glaube ich. Genau, ja. Egal. Aber ein Hybrid aus iPad und MacBook. Mit 2 Betriebssystemen? Wird nicht passieren. Nein. Aber es würde das Problem lösen. Es wäre so ein bisschen die Switch der von Apple, oder? Ja. Nintendo Switch macOS-Version. würde halt, wie gesagt, das Problem lösen, vor dem mehrere Computerhersteller gerade stehen, wie kriege ich auf einem Tablet ein wirkliches Betriebssystem hin, mit dem man arbeiten kann, ein produktives. Ja, aber so ein Hybrid-Ding. Es gab doch aber auch mal diesen einen Hardware-Hersteller, der das MacBook Pro in ein Tablet verwandelt hat, ne? Also, wo du dein MacBook hinschicken konntest. Dann hat er das Display abgerupft und hat das in ein Tablet umgewandelt. Konntest du, glaube ich, für 4.000 € machen lassen. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ist völlig an dir vorbeigegangen. Warum haben wir da eigentlich nicht mal ein Testgerät hingeschickt oder eingefordert? 4.000 €? Ich weiß nicht, was das gekostet hat, aber es war nicht ganz billig. Okay. Das ist aber auch schon ewig her, oder? Ja, ich glaube, das ist das letzte war mit dem Redesign, mit dem 2016er MacBook Pro, habe ich das, glaube ich, nochmal wieder irgendwo gesehen. Ja, die Frage ist aber auch, wie sinnvoll das ist, was sich der Stefan da so vorstellt. Denn mir ist unklar, wofür ich den MacBook-Teil beim iPad technisch brauche. Weil aktuell zumindest iPad Pros sind ohnehin leistungsstärker als die MacBooks. Also brauche ich eigentlich nur diesen Tastaturunterbau von dem MacBook am iPad. Das finde ich mit der aktuellen Tastatur schon ganz okay gelöst von Apple. Mir fehlt da einiges bei, aber das scheint okay. Und es hakt ja vor allem an der Software, nicht an der Leistung. Ja. Und die Software könnten sie, egal ob auf Intel oder auf Android, die könnten sie auf beiden Prozessorarchitekturen gut machen. Ja. Aber es wäre mir mal ein Ansatz, was zu tun, nachdem wir das vorhin so bemängelt hatten. Ja, total. Und dass jemand mitdenkt, wissen wir sehr zu schätzen. Immer. Also deswegen ist es auch wirklich kein Scherz, dass wir hier die Nummer heute mal einblenden. Ihr dürft natürlich auch gerne kommentieren unter dem Podcast, unter den Folgen. Stimmt. Klar. Auf der Webseite, schreibt uns eine Mail. In diesem Facebook. Twitter, Instagram. Ja. Überall. Wir sind ja überall. Schickt uns ein Fax.
Da müssen wir gucken, dass wir für sag mal die Nummer. Schickt uns einen berittenen Boten. Das wäre cool. Da machen wir auch eine Instagram-Story draus dann. Das ja. Ein berittener Bote. Wir gehen steil auf die 2 Stunden zu. Uiuiui. Wir haben schon 1 Stunde 50. Sind wir schon wieder bei 300 Megabyte Download. Wir haben noch Themen. Genau. Ja. Wir haben noch quasi das Titelthema aus der aktuellen MacLife haben wir noch. Ja. Achtsamkeit, Thomas. Achtsamkeit. War ich eigentlich achtsam. Ball an dich weitergespielt. Ja? Ja. War das so abgesprochen? Das steht hier TR. Ich habe das da mal so dreist reingeschrieben. Ach, du warst das? Ich war das. Ich dachte, Du dachtest, Thomas hätte sich das selbst eingetragen? Das dachte ich so, ja. Ach so, okay, gut. Nee, ja. Ich war so dreist. Ja, ich kann das sonst auch anmoderieren, wenn ich das schon so dreist reingeschrieben habe. Die MacLife, die erscheinen wird am, wir haben sie jetzt ja verschoben, oder nicht? Am 4. Januar. Okay. Am Freitag, ja. Dank Apple Pay muss nur ein Tag nach hinten. Egal. Ja, weil Apple es so lange gebraucht hat, das einzuführen, haben wir dann alles ein bisschen verschoben, um da gleich zu ziehen. Wir haben ein Titelthema Achtsamkeit. Und darunter verstecken sich Achtsamkeit und Produktivität. Genau, darunter verstecken sich zum einen Apps und App-Empfehlungen zum Thema Meditation und zum Thema Schlaf und To-Do-Apps zum Thema Produktivität. Das Thema Achtsamkeit ist ganz groß. Man muss nur mal in den App-Store schauen. Ja. Und das korrespondiert so ein bisschen mit dem Gefühl, das heutzutage viele Menschen haben. Durch Smartphones, durch den Druck, der durch immer mehr Technik, immer mehr Ablenkung entsteht, dass man abschalten will, dass man ein bisschen zu sich kommen will. Und wie wir festgestellt haben in den letzten Monaten und Jahren, kann das iPhone da große Dienste leisten. Mhm. Muss man ja sagen, ne? Wir arbeiten mit technischen Geräten immer mehr, quasi sind wir wach und gucken immer auf den Bildschirm und Fluch und Segen zugleich, genau. Also klar, wir arbeiten mit den Geräten. Andererseits bieten uns die Geräte aber auch Möglichkeiten, um ein bisschen zu uns selbst wiederzufinden. Was ja in dem Betriebssystem selber immer mehr verankert wird. Also Google und Apple haben ja jetzt auch diese Funktion, dass man sehen kann, wie lange man überhaupt Zeit an dem Gerät verbringt. Man kann sich selbst limitieren. Genau. Das ist natürlich auch schon nicht schlecht. Apps sperren nach einer bestimmten Zeit oder Kategorien von Apps. Und dieser Markt an Apps, der ist ja schon riesig. Du hast es ja eben schon erzählt. Ich weiß nicht, wenn man allein die To-Do-Listen-Apps sich mal anguckt oder die Meditations-Apps, die es gibt, das Angebot. To-Do-Listen kommt ja gefühlt jeden Tag eine neue App auf im Grunde Markt. Schon. Ja. Und so haben wir uns ein paar Kandidaten angeschaut. Ja, die wichtigsten einmal, ja. Ich denke, es sind die wichtigsten. Das ist ganz schwer zu entscheiden. Da haben wir einmal, wenn wir bei Mac sind, Thing, OmniFocus, AnyDo. AnyDo, To-Doist, ja. Und den Microsoft To-Do. Ja. Also Nachfolger von Wunderlist. Mhm. Wunderlist, der VW-Käfer unter den To-Do-Apps, läuft und läuft. Gibt's immer noch. Wird es inzwischen in Mexiko produziert? Ja, wir arbeiten hier in der Redaktion mit To-Do-Apps. Wir haben schon verschiedene ausprobiert. Wir haben bis zur Einstellung von Wunderlist mit Wunderlist gearbeitet. Dann, weiß ich noch genau, saß ich im Zug und irgendjemand schickte mir eine Textnachricht, dass Microsoft Wunderlist einstellt. Mhm. Hätte ich nicht mal mitgerechnet. Die hatten das Teil ja schon 3-4 Jahre gekauft oder so. Und dann stampfen sie es doch noch ein. Ohne Not in meinen Augen, aber lass uns nicht über Wunderlist sprechen. Schönes Programm. Nutzen bestimmt immer noch viele Leute sehr gerne. Und dann sind wir gewechselt zu Todoist damals. Weil es uns sehr, wir kannten es schon ein bisschen, es ist sehr simpel, sehr minimalistisch aufgebaut. Mhm. Als Apple-User wird man sich designtechnisch sehr schnell zurechtfinden, würde ich mal sagen.
Dann haben wir eine kurze Zwischenphase eingelegt, als uns der Verlag gezwungen hat, Asana einzusetzen. Das ist wieder so ein bisschen eingeschlafen. Jedenfalls, wir verwenden es nicht mehr, wir sind wieder bei Todoist. Hat viele Gründe. Todoist, wie gesagt, sehr übersichtlich, sehr klares, strukturiertes Arbeiten. Hat viele Features, die andere Programme nicht bieten. Für mich ist so ein bisschen das Killer-Feature, man kann Unteraufgaben verschiedenen Personen zuweisen. Viele Programme oder ernsthafte To-Do-Programme oder Aufgabenplaner haben Projekte und Unterprojekte beziehungsweise Aufgaben und Unteraufgaben, aber die meisten, fällt doch auf, können Unteraufgaben nicht verschiedenen Mitarbeitern zuweisen. Und das ist für uns hier in der Redaktion eine ganz wichtige Sache eigentlich, wenn wir sagen, meinetwegen, der Medienteil hinten, da können wir dann aufteilen den Podcast, dann macht halt Sebastian, ich mach die Musik, Stefan macht die Spiele. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Und so ist auch, ja, Todoist hier so ein bisschen in der Redaktion, denke ich, zum Favoriten geworden. Funktioniert wunderbar, ja. Denn es gibt ja sogar Apps, Produktiv-Apps, die nicht mal eine Teamfähigkeit besitzen, ne? Was uns eigentlich fast überrascht hat, als wir die angeguckt haben. Gerade die Mac-Programme, OmniFocus kann es nicht, Thing kann es auch nicht. Berichtige mich, Herr Schack. Nee, kann es nicht. Thing kann es nicht. Also es ist tatsächlich nur für die Selbstorganisation, für die Selbstverwaltung, genau, ja. Für Freiberufler vielleicht. Ja, naja klar, man kann es natürlich auch alleine nutzen. Ne? Du hast auch Interviews geführt zu dem Thema. Warum sollte man denn überhaupt eine To-Do-Liste benutzen? Ich meine, was bringt mir das im Alltag? Ja. Es hilft dabei, überflüssige Aufgaben zu vermeiden. Man konzentriert sich aufs Wesentliche, das ist mein Grundgefühl. Wenn man sich hinsetzt, die Aufgaben, die man vor sich hat, klar strukturiert durchzugehen. Habe ich was Falsches gesagt? Nee, alles gut. Man hörte nur gerade ein Auto starten. Vielleicht ist Stefan jetzt losgefahren. Hat uns mitgenommen. Kauf die To-Do's App. Wie gesagt, der findet das mit der Deutschen Bank doch noch heute raus. Man kann sehr strukturiert arbeiten. Ja. Allein, dass man sich die Aufgaben, dass man die erfasst, ist ja schon irgendwie eine Struktur. Man muss sich vorüberlegen, wie man arbeiten will. Einfach ein To-Do Planner bringt es nicht. Nee. Man muss sich vorher überlegen, wie man seinen Workflow strukturieren will, wie man an Aufgaben rangehen will. Und dann sollte man sich überlegen, welcher To-Do-Planer passt so ein bisschen am besten zu der Arbeitsweise, die ich an den Tag legen will. Ich persönlich versuche, auch wenn das verrückt klingt, nie mehr als 3 Aufgaben pro Tag auf meinem To-Do-Planer zu haben, die dann noch Unteraufgaben enthalten dürfen. Mir hilft es sehr, das zum einen mal strukturiert zu visualisieren, was eine Aufgabe benötigt. Also ich vergesse nicht immer unbedingt was, das ist nicht immer eine Gedankenstütze, sondern es geht einfach mal um die Struktur auch mal klar zu machen und um keine Unteraufgabe dann doch außer Acht zu lassen oder zu vergessen. Und vielleicht auch mal zu sehen, was muss passieren, bevor eine Aufgabe erledigt werden kann. Was muss davor irgendwie noch sein? Was machen andere Leute, die am selben Projekt arbeiten. Das ist noch eine sehr schöne Übersicht im Team. Was machen andere Leute gerade? Wie weit ist meinetwegen Artikel, den ich geschrieben habe, wie weit ist der im Layout? Ja. Ja, solche Dinge. Ja. Was da für uns bei internen Prozessen irgendwie noch fehlt, ist, dass man alles mal verknüpfen kann. Ja. So, und ich bin tatsächlich auch, ich glaube, ich bin derjenige, der von uns am schlechtesten ist in der Nutzung von diesen To-Do-Apps, oder zumindest am wenigsten sorgfältig, sagen wir so. Ich gucke gerade auf deine vielen Notizzettel an deinem Monitor. Das ist dein To-Do-Planner, ja? Ich bin da stolz. Hier ist von rechts nach links oder von links nach rechts? Nee, also das sind tatsächlich Chaos-Prinzip. Das erkläre ich kurz, und ihr lacht alle zurecht, und auch Menschen, die das hören, lachen vollkommen zurecht. Aber es gibt ja sowohl in fast jeder To-Do-App, auch To-Do-Ist, gibt es ja so Aufgaben, die kann man irgendwann machen. Dann weiß man keinen Termin zu. Ja. Und so wie die in so einer App drin sind und da irgendwann drin steht, sehe ich die nicht mehr. Ich bin da blind, ich sehe das einfach nicht mehr. Und Aufgaben, die irgendwann mal demnächst passieren müssen, also die schon irgendeine Art von Wichtigkeit haben, aber nicht unmittelbar wichtig sind, die schreibe ich mir wirklich auf Post-it-Zettel, damit ich die regelmäßig sehe. Und wenn ich dann hier mal 5 Minuten habe, in denen ich nicht weiß, was ich tun soll, und gucke ich in diese Zettel, und so, ach so, das könntest du machen.
Für mich funktioniert das irgendwie. Genauso funktioniert es auch nach wie vor für mich, dass wenn wir hier dann mal in stressigeren Abgabenphasen sind, da hängt neben Sven an der Wand, hängt auch so eine Matrix mit Post-it-Zetteln, wo dann, ich glaube, das nutzen auch ausschließlich Sven und ich dann, aber wo wir dann tatsächlich die noch aufstehenden Dinger mit Zetteln draufkleben, weil das irgendwie in grellem Pink und grellem Gelb richtig wirklich mahnend an der Wand hängt. Ja, das ist, wenn wir uns ein bisschen verzetteln am Ende, ne? Am Ende der Produktion, da brauchen wir nochmal sowas. Ja. Das ist so ein Ding, wo ich nie drauf gucken würde. Ja. Ne? Ich glaube, es ist eine Frage der Selbstdisziplinierung. Ich glaube, wie man die App auch aufbaut. Ja, klar. Ne? Ja. Ja, aber so eine App, die kann ich halt auch einfach, also ich habe hier meine Monitore, also auf der linken Seite läuft in der Regel InCopy in Fullscreen dann und auf der rechten Seite habe ich einen Seitenplan. Ich sehe die App halt überhaupt gar nicht. Ich weiß, ich könnte mir den Bildschirm so aufteilen, mache ich aber nicht, weil ich doof bin. Dir fehlt ein dritter Monitor, das ist alles. Dir fehlt noch ein To-Do-Monitor. Der müsste ungefähr 12 cm breit und 20 cm hoch sein, dieser Monitor. Ist das nicht bei dem Buch The Circle, ist das auch so, wo sie für jede Aufgabe kriegt sie einen neuen Monitor irgendwann, hat sie so eine ganze Matrix voll. Brauchen wir nicht auch. Naja, tatsächlich, also ich gelobe auch Besserung an Nutzung von Todoist, aber ich finde auch, diese Zettelwand finde ich nach wie vor gut. Ich mag das so, wenn es hier irgendwie mal turbulent wird. Was mich persönlich am allermeisten nervt bei allen To-Do-Apps und bei allen Lösungen, die wir schon probiert haben, ist, dass das Zusammenspiel mit anderen Sachen, weil ich weiß nicht, wer von euch Zuhörern schon mal ein Heft produziert hat, wahrscheinlich die wenigsten, aber es ist halt dieses Dinge, die an drei Stellen gepflegt werden, das macht mich irre, weil natürlich ist es total sinnvoll, Todoist zu nutzen, weil alle das sehen können und man Aufgaben und was Thomas gerade erzählt hat. Gleichzeitig kann man in Todoist aber keinen Seitenplan abbilden. Also wir haben ein Google Spreadsheet Dokument, wo jede einzelne Seite aufgelistet ist, wo man Seiten gut verschieben kann, wo Kosten aufgestellt sind, die sich automatisch dann aufaddieren und diverse Graphen, die berechnet werden, das brauche ich also auch. Ich brauche sowieso am Ende des Monats, brauche ich diese Liste spätestens, um Abrechnung zu machen für freie Autoren. Aber wir brauchen das halt auch, um zu sehen, wie der Seitenplan halt aussieht, wo was steht. Spätestens dann, wenn Sven fertigen PDFs schreibt, wäre es ja gut zu wissen, welche Seiten wir dann, ne? Genau. Und der dritte Wahnsinn ist, wir haben auch dieses Redaktionssystem, wir nutzen hier eine Kombination aus InCopy, InDesign und Woodwing auf der anderen Seite, wo es ja auch nochmal Status gibt für jeden Artikel, von angelegt bis irgendwann druckfertig, sodass die einzelnen Artikel eigentlich an drei Stellen gepflegt werden müssen. Und das macht mich wirklich ernsthaft fertig, dass das so ist. Das passt nicht in meine Welt von, aber ich habe doch Computer für sowas. Ja. Wobei ich persönlich jetzt, das wird bei Sven anders sein, in diese InCopy respektive InDesign-Geschichte nicht reinschaue. Also da ist mir der Status echt schnurzpiep egal. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so ein Verfechter von, mein Programm muss alles können. Dann wird es ja wieder unübersichtlich. Mir reicht es schon, dass Todoist sehr schön die Verknüpfung meinetwegen zu einer Google-Tabelle bietet, die auch teilweise anzeigen kann oder jedenfalls den Link so weit reinzieht, dass der Name aufgeschlüsselt wird. Damit bin ich eigentlich schon ganz glücklich. Das arbeitet mit Slack auch zusammen. Ja, was ich gerne hätte, also eine Funktionalität, die ich gerne hätte, und ich bin inzwischen, glaube ich, relativ weit fortgeschritten, in der Nutzung von Google Spreadsheets zumindest. Da gibt es sicherlich noch echte Gurus und vielleicht kann mir doch jemand helfen, der kann mich dann gerne auf Twitter anhauen, per Mail oder auch per Telefon. Ist mir wirklich völlig egal. Ich würde auch, darf ich auch einen Fax nehmen sogar. weil was ich aktuell mache, ist, ich habe ein To-Do in Todoist, schreibe mal einen Artikel zu Apple Pay. Dann habe ich ihn fertig geschrieben und schiebe den rüber an Sven in Todoist. Und das nächste, was ich mache, ist, ich gehe in InCopy, weise da Sven nochmal diesen Artikel zu. Und dann gehe ich in den Seitenplan und setze ein Häkchen bei, ist angeliefert. Und was ich eigentlich gerne hätte, ist, dass das automatisiert wird. Dass wenn ich in einen Artikel an Sven ins Layout weitergebe, dass wie auch immer, über welche Stelle, aber automatisch das richtige Häkchen schon mal im Seitenplan gesetzt wird. Das wäre schön. Weil das ist so Affenarbeit und das ist. Wir brauchen mehr Affenmist. Sehr gut. Das ist auch eine Erkenntnis. Ändere den Status des Artikels. Ja. Ja. Nee, wenn du als ständische Aussichtskraft hier anfangen möchtest, lieber Zuhörer, nachdem du so schön angeteasert hast, was das für eine tolle Arbeit ist. Das ist natürlich schon sehr, sehr speziell und geht sehr, sehr tief in die Materie, aber ich denke, für so eine To-Do-App kann ja auch soll ja quasi
den gesamten Alltag irgendwie abbilden oder strukturieren. Und ich glaube, Thomas, du bist da wirklich Vorreiter und machst da ja auch am meisten mit. Und wenn mich nicht alles täuscht, würdest du auch eine Einkaufsliste damit. Mache ich auch, natürlich. Ich habe private Bereiche in Todoist, ich habe berufliche Bereiche in Todoist. Ja, also quasi Aufgaben. Ich organisiere alles. Eigentlich meinen, also 80% meines Lebens damit. Ja, ein bisschen Spontanität muss ja auch dabei sein, ne? Ganz genau. Was ganz toll ist in Todoist zum Beispiel, du kannst eine Tastenkombination festlegen, dass so ein Overlay-Fenster aufpoppt, ähnlich wie Spotlight, wo du dann einfach mal ohne jetzt einen Webbrowser, den du im Ganzseitenmodus laufen hast, ohne den zu verlassen, kannst du, weil dir schnell was eingefallen ist, ganz schnell irgendwas auf deine Einkaufsliste schreiben und so weiter. Das gefällt mir wirklich gut. Was mir bei einem anderen Programm sehr gut gefallen hat, bei AnyDo, ist auch ein sehr elegantes Programm, finde ich. Das bietet dir einen Tagesrückblick jeden Abend. Wenn du also, kannst du festlegen, wenn du abends auf deinem Sofa sitzt, dass es dir dann nochmal zusammenfasst, was hast du heute erreicht, was hast du geleistet. Das ist ganz angenehm so. Dann schaust du fast nochmal meditativ auf deinen Tag zurück. Da sind wir dann auch schon bei den... Schöne Überleitung. Da sind wir dann auch schon bei den Achtsamkeits- und Meditations-Apps. Meditation hört sich immer so ein bisschen esoterisch an. Also Achtsamkeit ist ein sehr beliebter Begriff, denke ich. Und da haben wir auch ein paar schöne Sachen. Speziell zum Thema Schlaf. Ja. Du schläfst sehr viel, Herr von Alsen. Ja. Nicht nur im Büro, sondern deswegen auch zu Hause. Deswegen war ich prädestiniert. Zu Hause schläfst du auch noch. Ja, ich schlafe ungefähr 18 Stunden am Tag. Und das Erstaunliche ist, wie so ein Koala-Bär. Ich bin so produktiv wie ihr, trotzdem. Überlegt euch mal, weil du so ausgeschlafen bist. Ja, überlegt euch mal, was das vielleicht heißt. Nein, ich habe tatsächlich einige Nächte mit Schlaf-Apps verbracht. Und zwar Schlaf-Apps, die den Schlaf... Welche war die beste im Bett? da kommen wir gleich zu. Die Schlaf-Apps, die den Schlaf überwachen, also anhand verschiedener Daten, die sie erfassen, erkennen wollen, zumindest versprechen sie das, wie gut der Schlaf war und wann man sich zum Beispiel in der Tiefschlafphase befindet. Und die einen dann wecken können, wenn man tatsächlich am wachesten in seinem Schlaf quasi gerade ist. Ja, ich kann da gerade ein Lied von singen. Ich bin ja gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Mhm. Und in einer Tiefschlafphase geweckt zu werden, ist nicht schön. Danach ist mit einem nicht mehr so viel anzufangen. Und vier habe ich getestet, Sleepbot, Pillow, Sleep Better und Autosleep, weil die sehr viel erwähnt werden, wenn es um solche Artikel gibt, weil die auch viele nutzen und weil die auch in Bewertungen immer ganz gut wegkommen. Und ich kann mal ja so meine große Enttäuschung und so die beste irgendwie rausgreifen, um nicht alles zu machen. Die größte Enttäuschung war so ein bisschen der Sleepbot, weil wenn du die App öffnest, siehst du schon mal zum einen, ist sie nicht angepasst an große Bildschirme. Also iPhone 10 und aufwärts. Alle neueren Modelle werden immer noch nicht von der Bildschirmauflösung unterstützt. Und auf dem Entwicklungsstand von vor 2 bis 3 Jahren ist die App auch stehen geblieben. Auch was das Design betrifft. Die Webseite, die eine Auswertung der Schlafdaten auch noch ermöglicht, ist aufgrund der Datenschutzgrundverordnung ausgeschaltet. Und wird auch, da steht, wir arbeiten gerade dran. Ist jetzt nicht so überzeugend, was den Datenschutz betrifft, wenn da sowas drin steht. Und ist auch insgesamt, was die Auswertung betrifft, bei mir relativ durchgefallen, hat jetzt die Note 3,5 bekommen. Und die andere Seite der Medaille, was mir sehr positiv überrascht hat, ist Pillow, also Kissen, mit einer 1,3. Die ist vom Design her am schönsten, die hat die besten und meisten Funktionen und die wertet auch, wie ich finde, den Schlaf auch mit am besten aus. Und da vergibt man am Ende bis zu 5 Kissen für den Schlaf, den man irgendwie hatte. Und zeigt dann, wie gut das war. Und damit kann man tatsächlich, und darum ging es eigentlich auch, die eigene Schlafhygiene so ein bisschen verbessern. Was ist Schlafhygiene? Das heißt, man kann mal schauen, was sorgt dafür, dass ich besser schlafe oder was sorgt dafür, dass ich schlechter schlafe. Also führst du auch so eine Art Tagebuch? Genau, das ist so eine Art Schlaftagebuch. Und da kann man dann mal sehen, wie lange man wirklich schläft, wie tief man geschlafen hat und kann dann auch mal gucken, hat das vielleicht irgendwie was. An dem Tag war es besonders heiß oder es gab einen Vollmond oder so. Ist es vielleicht
sinnvoll, dass ich immer um 11 ins Bett gehe oder so. Wenn ich nachts bis um 4 wach bleibe, ist das vielleicht nicht so gut. Also da kommt man vielleicht auch selber zwar drauf, aber diese Apps zeigen einem das nochmal schwarz auf weiß. Und man kann auch einfach mal sehen, ach, heute habe ich nicht so gut geschlafen. Ist das denn so oder ist das kann nur an den 5 Bier gelegen. Kann an den 5 Bier gelegen haben, genau. Ein Geheimtipp noch, wer sich sagt, oh, abends so eine App einzuschalten und dran zu denken, das zu tracken und so, das vergesse ich immer. Ich habe da keinen Klebezettel am Bildschirm für. dem kann ich Autosleep empfehlen. Autosleep ist eine App, die anhand von mehreren Daten, die anfallen, zum Beispiel, wann ich mein iPhone an den Stromstecker anschließe oder wenn es nicht mehr bewegt wird, daran erkennt die App, ach guck mal, die Person nutzt das iPhone nicht mehr, dann gehe ich davon aus, dass sie wahrscheinlich jetzt ins Bett gegangen ist oder beziehungsweise schläft demnächst. Es gibt ja Menschen, die wirklich das iPhone als erstes morgens in die Hand nehmen und als letztes abends aus der Hand legen. Für die ist das perfekt geeignet, weil daran wird nicht errechnet. Die müssen sich aber auch nicht wundern, wenn sie schlecht schlafen. Ne? Genau. Das ist ein anderes Kapitel. Aber daran wird dann ein ungefährer Wert errechnet, wie lange man geschlafen hat, und das passiert automatisch im Hintergrund. Das heißt, man kann dann mal sich angucken, was waren denn die Ruhezeiten zumindest, die das iPhone hatte, und daran mal so erkennen, was man so im Schnitt auch schläft. Und das ist auch dann ein sehr umfassendes Datenerlebnis, wenn man das mal so einen Monat macht. Da hat Apple jetzt gerade auch irgendwas Neues Bettet. Im App Store? Oder? Naja, nicht im App Store. Apple hat vor 1 oder 2 Jahren gekauft Bedded. Das ist ein Schlafsender, den du unter die Matratze packst. Ja. Und haben den ohne ein Apple-Logo jetzt aktualisiert im amerikanischen App Store veröffentlicht. Der soll wohl auch in anderen Ländern noch kommen, aber im Moment ist er erst nur in Amerika verfügbar. Wenn der in Deutschland auf den Markt kommt, werden wir den natürlich auch nochmal. Dann gehst du wieder schlafen. Dann gehe ich wieder schlafen. Okay. Dann gucke ich mir mal an, was Bedded so kann. Der misst nämlich Herzfrequenz, Temperatur, wie oft man sich bewegt, Luftfeuchtigkeit, all solche Dinge. Das heißt, das dürfte nochmal ein deutlich umfassenderes Ergebnis werden. Was Apple auch mal kaufen könnte, wo sie gerade dabei sind, ist die Firma Interaxon. Die haben nämlich das Muse Achtsamkeits- oder Meditationsstirnband im Programm. Die sind jetzt gerade bei Generation 2. Was tut das? Das ist im Prinzip ein EEG für den Consumer-Markt. Mhm. In anderen Worten, es misst die Gehirnaktivität. Meditationstracker. Es kann nicht deine Gedanken lesen oder sonst was. Das kommt noch. Funktioniert noch nicht. Das kann die Version 3. Aber es trackt also deine Gehirnaktivität speziell während deines Achtsamkeitstrainings. Wenn du also so eine Muse-Session beginnst, folgst du mit deiner Achtsamkeit deinem Atem, und du wirst merken, wenn du deine Sitzung nachher auswertest, dass je fokussierter du bist, umso mehr wird deine Gehirnaktivität sich beruhigen. Es begleitet dich insofern, die iPhone-App begleitet dich insofern, dass in dem Moment, wo deine Gehirnaktivität wieder zunimmt, heißt das immer, du bist nicht fokussiert, du bist irgendwie abgelenkt, du denkst über irgendwas nach. Und während du früher vielleicht oder ich bei irgendwelchen Meditationsübungen im Prinzip nur eine halbe Stunde über irgendwie irgendeinen Kollegen nachgedacht hat, der mich genervt hat oder was weiß ich. Ja, tut mir leid. spielt diese App wahlweise Töne ein, meinetwegen ein ansteigendes Windgeräusch, und du merkst innerhalb von Sekunden oder sogar Sekundenbruchteilen, huch, ich bin abgelenkt, ich muss mich wieder mehr auf meinen Atem fokussieren. Und das funktioniert wirklich ganz toll, und das hat mir endlich diese Erkenntnis gebracht, ach, darauf kommt's an, und so kann ich darauf achten, und das passiert dann tatsächlich. Und das ist ein toller Motivationsschub, und das ist ein tolles Device, das kostet so um die, jetzt die Generation 2, glaube ich, um die 270 Euro. Da mag der ein oder andere jetzt zusammenschrecken, aber die Vorteile von Meditation heutzutage, die gesundheitlichen Vorteile, sind wissenschaftlich noch und nöcher dokumentiert. Das ist kein esoterisches Spinnerthema mehr wie früher für irgendwelche Freaks oder so. Das ist wissenschaftlich belegt, was es bringt. Du wirst ruhiger sein, du wirst fokussierter sein.
Du wirst gesünder. Du kannst besser schlafen. Genau, du kannst besser schlafen. Ich kann mir vorstellen, mit so einem Use-Stirnband, wenn man Einschlafprobleme hat, erstmal eine halbe Stunde wirklich den Kopf runterbringen und den Alltag nicht mehr so. Es kann auf jeden Fall helfen. Ja. Na, es ist kein Wundermittel. Aber ich bin seit Mai jetzt dabei und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es fällt mir leichter, mich zu fokussieren. Es fällt mir leichter, störende Gedanken wegzuschieben. Es ist so ein bisschen, als wenn ich die Fernbedienung im Kopf besser bedienen kann. Worauf will ich eigentlich drauf herumdenken? Ja. Ne? Und das ist ein Riesenvorteil. Und das ist wirklich ein tolles Device. Das ist auch technisch toll umgesetzt. Das wäre wirklich eine Firma, die Apple oder Google oder sonst wer mal aufkaufen könnte und mit ganz viel Geld versorgen könnte, weil wenn ich mir die Health-App angucke, da ist das Thema Achtsamkeit ja schon drin. Ja. Und Apple beweist dadurch diese Atemübungen auf der Apple Watch. Die sind sehr interessiert an dem Thema. Und das Thema Achtsamkeit wird noch viel größer werden. Ja. Also mit der Axon nennen die sich, mit dem Gründer, der übrigens ein total abgefahrener und sehr entspannter Typ ist. Ich habe mich mit dem also alles andere wäre erschreckend gewesen. Ich habe mich mit dem auf ein halbstündiges Interview per FaceTime versammelt sozusagen und daraus sind 3 Stunden geworden. Wir haben es total verquatscht und das ist wirklich ein wirklich toller Typ. Ein Teil des Interviews wird in der kommenden Ausgabe sein. Wir werden das online noch in einer längeren Version abbilden. Das ist ein abgefahrener Typ, der hat zum Beispiel, wer sich ein bisschen mit dem Thema Wearable Computing auseinandergesetzt hat, es gibt ja einen Pionier in den USA, das ist Dr. Steve Mann, The Cyborg wird er genannt und der hat so den Vorgänger von Google Glass zum Beispiel schon Ende der 90er entwickelt. Und in dem seinem Labor hat er seine Lehrjahre gehabt. Ein lesenswertes Interview geworden, finde ich. Auf jeden Fall. Ich hätte noch mal eine Frage. Die Webseite von Muse ist Choose Muse. kann sich jemand anschauen. Ist eine sehr interessante Sache, wie ich finde. Ich hätte noch mal eine Frage. Und zwar, auch wenn dieses Muse-Band dafür gar nicht gemacht ist, hast du mal geguckt, was eigentlich dein Hirn so bei alltäglichen Aktivitäten so macht. Also steigt, wie verändert sich die EEG-Kurve? Genau, wenn du liest oder wenn du interessant, wenn du, ob sich das ändert, ob du Arrival Nein. guckst oder den Fußballspiel ja. anguckst oder sowas. Fußball werde ich einschlafen, da brauche ich keine Meditationstool. Was ich meine. Ja. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Es gibt also zusätzlich zu dieser Meditations-App für iOS jetzt ganz neu, müsste ich gleich mal auf die Webseite gucken, ein Tool, das hauptsächlich für medizinische Zwecke als EEG dieses Stirnband nutzt und wo du dann tatsächlich schauen kannst, in welchen, es gibt ja verschiedene Gehirnbereiche, Alpha, Beta, Theta, Delta, das richtet sich dann nach deiner Gehirnaktivität und da kannst du also speziell fast medizinisch interessiert schauen, was dein Gehirn eigentlich zu welchem Zeitpunkt macht, auch wenn du nicht an Meditation primär interessiert bist. Spannend, ja. Ja, die Vermessung des Körpers. Ist auf jeden Fall, ja. Geht voran. Dazu haben wir noch, ich glaube, ein paar Apps auch, Achtsamkeits-Apps haben wir im Angebot. Ja, genau. Da hast du. Da stellen wir unsere Favoriten vor. Ich habe mir Platz im Raum verschafft. Headspace habe ich genutzt. Ist auch eine Meditations-App, die quasi einen Meditationsführer im iPhone implementiert, der einen durch verschiedene Lektionen führt. Und das Spannende ist, dass du gefragt wirst, was du denn mit Meditation vorhast, also welche Ziele du erreichen möchtest und dementsprechend dann verschiedene Kurse verfügbar sind. Eingesprochen sind die alle von dem Headspace-Gründer und Entwickler und deswegen allerdings auch nur in englischer Sprache verfügbar. Also da man sich ja dann bei der Meditation nicht unendlich auf irgendwas konzentrieren soll, außer auf die Meditation, sollte man dem Englischen schon einigermaßen mächtig sein für Headspace. Dann ist es aber eine sehr gute Methode, um mal an gewissen Dingen zu arbeiten. Allerdings ist nur der erste Kurs kostenlos und weitere Kurse kosten dann leider ein monatliches Abo. Beziehungsweise du kannst auch einen Einmalpreis zahlen, aber der ist relativ hoch. Ähnlich ist das Preismodell aufgebaut bei einer deutschen App, einem Berliner Startup, das Seven Mind heißt. Sehr, sehr gute Apps. Also das fällt mir in dem Bereich sowieso auf, dass die Apps eigentlich sehr, sehr gut
gestaltet sind, ja, auch optisch. Und Sevenmind macht da keinen Unterschied. Sevenmind ist komplett in Deutsch. Sehr angenehme Audio-Umsetzung auch. Mhm. Also Hörbuchqualität, würde ich sagen, sind diese Achtsamkeitskurse erreichen die ohne weiteres. Und auch da gibt es ein Abo-Modell. Da muss man sich fragen, was einem das tatsächlich wert ist. Genau. Ich erinnere immer wieder an den Gegenwert. Ne? Also viele Leute, die mir gesagt haben, oh, viel zu teuer, irgendwie 5 € im Monat gebe ich doch nicht aus. Aber dafür kaufen sie Baldrian, oder? Ja, eben, genau. Ganz genau. Also ist es ja auch monatlich kündbar. Also man kann es durchaus ausprobieren, und wenn man. Also ich denke, für so einen Start ist es immer ganz gut. Genau. Also wenn du Neuling bist, ist es gut, da um da reinzukommen. Ja. Und nachher. Ein Meditationstrainer kostet halt einfach auch mehr Geld als 5 € im Monat. Den kriegst du nicht für 5 €. Was macht man denn da so in Bremen, Herr Molz? Schlafen. Man meditiert vom Rechner. Erwisch. Ja, es gibt auch Menschen, die hören Podcasts zum Einschlafen. Oh ja, aber nicht diesen, oder? Natürlich nicht. Den Einschlafen sie schon lange eingeschlafen, dann die Stelle kriegen sie gar nicht mehr mit. Ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Thema Achtsamkeit noch gar nicht so wahnsinnig viel beschäftigt. Dann kauf das neue Heft. Genau. Oder ich gewinne das Abo oder so. Ja, man hat ja Hoffnung. Ich finde nur den ganzen Gedanken dahinter interessant, dass man so sehr dahinter ist, sich irgendwie immer weiter selbst zu optimieren, und dass man es irgendwie scheinbar ja nötig hat, nach Formen zu suchen, sich irgendwie aus dem Alltags- oder Arbeitsleben ein Stück weit abzukoppeln, um in Anführungszeichen wieder klarzukommen. Das ist aber nicht, du sollst dich ja nicht abkoppeln, du sollst ja quasi mehr bei der Arbeit sein. Du sollst eine größere Lebensqualität, glaube ich, dadurch gewinnen. Das ist immer, ohne dich jetzt kritisieren zu wollen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen so ein Vorurteil, das einem immer noch begegnet. Ach, wenn du sowas machst, dann hast du es irgendwie nötig. Ich glaube, man kann, auch wenn du schon jetzt sehr zufrieden und ausgeglichen bist, du kannst ein Plus an Lebensqualität gewinnen, dadurch, dass du dich mit so etwas beschäftigst. Ob das nur Meditation ist, ob das Achtsamkeitstraining durch Sevenmind ist oder sonst was. Ja, ich würde von mir eher behaupten, ich hätte es nötig. wäre jetzt aber tatsächlich an dem Punkt zu sagen, ich müsste mich da erst informieren, und würde jetzt einfach, also es wurde jetzt viel geredet, aber so in vielen Reden kommt man dann gerne mal nicht mehr auf den Punkt. Deswegen so jetzt die Frage nochmal in die Runde, vielleicht dann auch als Schlusspunkt zu dem Thema, was man ganz konkret empfehlen kann. Vielleicht einmal jeweils die Einsteiger und die Profilösung. Wenn es dir wirklich was, also fangen wir in deiner Reihenfolge an. Ich würde für einen deutschen Achtsamkeitseinsteiger Sevenmind empfehlen. Die haben auch einen Einführungskurs umsonst. Da kann ich auch sonst, wenn man gerne Podcasts hört, so wie unseren, kann ich den Sevenmind Podcast empfehlen. Mhm. Der führt auch sehr sukzessive ran an das Thema, erklärt so einzelne Bereiche. Genau. Ist sehr gut. Wenn du die Sevenmind App auf deinem iPhone, auf deinem iPad oder übrigens funktioniert auch im Webbrowser auf Mac, installierst, dann das mache ich jetzt übrigens parallel. Oh, toll, Stefan. Solche Hörer wollen wir haben. Der Einführungskurs, der Basic-Kurs ist umsonst, und dann geht es erst ans Geld bezahlen. Also, wer in Deutschland ist und in das Thema einsteigen will und sich nicht nur von der Technik verrückt machen will, sondern auch die Technik einsetzen will, um runterzukommen, um Lebensqualität zu gewinnen. Sevenmind für Einsteiger, eine ganz große Empfehlung von uns. Wer schon vielleicht ein bisschen mit Meditation angefangen hat, vielleicht schon mal einen Yogakurs besucht hat oder sonst was an dem Thema dran ist und sagt, ich will es jetzt noch versierter machen, der sollte sich mal Choose Muse angucken. Das ist also eine sehr zeitgemäße Art und Weise, mit dem Thema umzugehen und sich auch hinzusetzen. Ähnlich wie man ein Schlafverhalten heutzutage auswertet oder das Sportverhalten auswertet. Das Achtsamkeit- und Meditationsverhalten auszuwerten, ist ja nur ein logischer Schritt am Ende.
ohne großen esoterischen Schnickschnack. Man braucht keine Klangschalen oder? Nein. Räucherstäbchen. Ja, ich bin gerne so veranlagt, dass ich erstmal sage, hier, das brauche ich alles, um loslegen zu können. Stell mir deinen ganzen Krempel hin, probier es einmal aus. Das Tolle ist ja, du brauchst ja nichts. Du brauchst ja eigentlich nichts. Ja, nur die App. Du brauchst nur deinen Atem. Ich bin schon dabei, mich zu registrieren. Eigentlich brauchst du ja nicht mal eine App. Also, nein. Du brauchst eigentlich nur dich. Nur da erstmal eine Anleitung. Du brauchst die Anleitung. Kannst natürlich auch ein Buch kaufen, aber das bei denselben Kosten am Ende. Oder einfach mal ohne Kopfhörer und ohne Smartphone in der Tasche eine Stunde im Wald spazieren gehen. Oder so. Ist auch eine Art von so als Einstieg. Ein bisschen atmen. Ja. Sauerstoff. Auch mal gucken, ob man überhaupt mit sich alleine klarkommt. Also die Stimme im Kopf macht. Nein, das klingt so lächerlich, aber das ist wirklich wahr. Ich glaube, viele Menschen sind inzwischen damit und ich kenne da Menschen, die da tendenziell auch reinfallen, die sind mit sich selbst überfordert. Also wenn Input fehlt auf einmal und man nur mit sich selbst beschäftigt ist, das können viele Menschen nicht mehr. Einfach nur für sich sein, mit sich sein. Ich merke, dass ich gehe einmal die Woche in die Sauna. Früher war es völlig normal, dass diese Viertelstunde, wo du da drin saßt, oder sogar wenn Aufguss gemacht wird, da wird geschwiegen. Mhm. Das schaffen die Leute nicht mehr. Die sitzen da 2 Minuten drin und dann gucken sie verzweifelt von eins zum anderen, wenn sie mal ein Gespräch aufdrängen können. Weil das Smartphone kann man ja nicht mehr rein. Genau. Und dann drehen sie durch irgendwie. Und dann, ja. Die Leute sind es nicht mehr gewohnt irgendwie. Die sind dahin erzogen worden, dass sie ständig irgendwie Ablenkung brauchen. Tja, das vor Weihnachten kann man mal solche Themen ansprechen, finde ich, oder? War ein schönes Schlusswort. Ja. Für Stefan hätte ich noch 2 Podcast-Empfehlungen. Für deine Sammlung. Ja. Damit die Liste noch ein bisschen länger wird. Für meine Sammlung ungehörter Podcast. Der Musiker Curse ist vielleicht Rapper. Der hat sich auch dem ein wenig verschrieben und auch einen Podcast dazu gemacht. Der heißt Meditation Coaching and Life. Über den Namen kann man, naja. Der erzählt da auch, wie er so dazu gekommen ist und gibt ein paar Tipps und Anleitungen und so weiter. Und was ich noch ganz lustig finde, ist, viele Wege führen nach Om. Der ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist es aber überhaupt nicht. Wie soll ich das erklären? Also die reden auch über Achtsamkeit und Meditation zum Teil, aber auch über popkulturelle Dinge, über Filme und so weiter. Und das ist, die finde ich sehr witzig, die beiden. Gary Streberg und der andere Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich habe da gerade was drüber geschrieben, aber mir auch nicht. Traurig, ja. Schlecht vorbereitet. Das Schlimme bei das ist hat nur einmal geklingelt. Der nächste Handwerker? Kollege Jürgen. Übrigens, vielleicht ist das auch noch ein besseres Schlusswort. Die Heizung funktioniert wieder. Na. Ja. Dann kann Weihnachten ja jetzt kommen, ne? Ja, die Spam des Monats geht schon wieder um eine Erpressung. Ich hätte sie fast nicht mitgebracht, allerdings ist das ein sehr ein um Verständnis bittender Hacker. Deswegen habe ich den mal mit dabei. Ist der übliche Weg. Er ist in die Software unseres Routers eingedrungen und den habe ich auch gekriegt, glaube ich. Ja, hat Schadsoftware installiert. bei dir auch. Bei mir auch. Und er hat halt eigentlich mein Gerät sperren wollen durch eine Verschlüsselungssoftware, Ransomware, wie man das so kennt. Hat sich dann aber durch Zufall so ein bisschen auf meinem Gerät mal umgeguckt und gesehen, was für Webseiten ich so besuche. Und ich möchte sagen, du bist ein großer Perverser. Das hat er mir geschrieben. Und deswegen ist er dann auf die... Hat er recht? Muss er selbst MacLife.de. Ja, MacLife.de gesagt, ach du grüne Neune. Hat sich dann entschieden, meinen Rechner eben nicht zu verschlüsseln, sondern die Webseiten, die ich so besuche, was ich so für Bilder habe und so weiter und so fort, an all meine Freunde und Verwandten, also die gesamtliche Kontaktliste senden zu wollen. Ah, das möchte ich nicht. Eben, deswegen. Vielleicht können wir eine kleine Spendenrunde machen. Er verlangt 302 Euro. Ich weiß nicht, wo die 2 sind. Das ist aber okay, oder? Rechnungskurs. Das ist doch okay, oder? Ich habe jetzt ein paar Tausend oder 100.000 Euro gerechnet. Das Schöne ist, er schreibt auch eine Begründung. Er habe nämlich sehr viel Zeit mit mir verbracht.
Deswegen ist das, ich weiß nicht, ob das Schmerzensgeld ist, die 302 Euro. und er schreibt mir dann, dass ich 50 Stunden Zeit hätte, Bitcoins zu überweisen. Wenn ich nicht wüsste, wie das geht, sollte ich mal googeln und so. Und die Zeit würde schon laufen. Der nimmt kein PayPal? Nee, leider nicht. Ah, ich bin enttäuscht. Nur Bitcoins, wie gesagt. Kein Apple Pay. Auch nicht. Auch nicht. Er ist leider nicht ganz auf der Höhe. Gemacht. Ja, hey, das geht. Und dann kommt hinten dran noch ein PS, dass er mir garantiert, dass wenn ich zahle, auch er dann wirklich die Daten zerstört, die er hat, weil das. Ich schwöre. Das ist der Hacker-Ehrenkodex, schreibt er. Und was ich sehr nett finde, er empfiehlt mir von nun an, gute Antivirenprogramme zu verwenden und regelmäßig zu aktualisieren. Das ist noch eine Beraterfunktion. Das ist eine Beraterfunktion. Und die ganze E-Mail endet mit: Sei nicht böse auf mich, jeder hat seine eigene Arbeit. Ja, gut, dann ja, das gut, sind 300. Was soll man da noch sagen? Gut also angelegte 302 Euro. Super. In Bitcoin. Wir brauchen mehr solche Hacker. Also und aber das freundliche Gute ist, Hacker, da kann ich noch einen guten Tipp geben. Die gibt's nämlich, gute Hacker. Ende des Jahres zwischen Weihnachten und Neujahr der Chaos Communication Congress findet wieder statt. Tickets gibt's natürlich nicht mehr, das Rest ist ausverkauft. Da waren zwischen 15.000 Leute in Leipzig oder so, glaube ich. Ja, also die machen es zwischen ganz clever, die machen da so drei Tranchen mit verschiedenen Uhrzeiten, damit auch weltweit und so. Naja, egal. Aber alle Talks, die da in den großen Sälen stattfinden, werden alle live gestreamt. Es gibt eine großartige Chaos Communication Congress App für iPhone, iPad und für Apple TV, wo man auch die bisherigen Talks der letzten, ich weiß nicht wie viele Dekaden inzwischen, das ist damit der 34. oder 35. Kongress ist es. Man kann zig Jahre zurück alle Talks sich angucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Man lernt immer was. Man geht nie dümmer raus, als man reingegangen ist. Ja. Wenn euch zwischen Weihnachten und Neujahr der Lesestoff des Netflix-Programm ausgeht, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Absender dieser Mail dort auch zu treffen ist, aber das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Ja, insofern, wir sind ihm nicht böse und überweisen die 302 Euro. Ich gehe hier gleich mit dem Klingelbeutel mal rum. So machen wir das. Wenn ihr was spenden wollt für Herrn von Alverden, einfach kurz anrufen, wir geben die Kontodaten raus, wir geben alles raus. Genau. Mein PayPal-Me-Link, alles gar kein Problem. Gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Also frohe Weihnachten, guten Rutsch, alles, was so dazugehört. Ja. Aus einer sehr achtsamen und meditativ entspannten MacLife-Redaktion. Definitiv. Lasst euch also besonders Bürohund Sammy, muss man sagen. Der ist unser aller Vorbild. Ich glaube, wenn du da die Muse der Stirnbe dran hältst, null Linie. Deadline, ja. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Bis tschüss. Dann. Nein, eher so eine Frage, ob ihr das denn auch schon mal irgendwie erlebt habt. Frage, nämlich MacBook Pro, Ebene, Unterlage, ihr legt das hin und das kippelt extrem. Also wenn ihr das so an zwei gegenüberliegenden Ecken mit den Fingern runterdrückt und dann schwabbelt das so. Also da muss irgendwas verzogen sein. Ich habe mir jetzt schon mal die Rechnung kommen lassen von den Kollegen aus der IT, damit ich das irgendwie bei Cyberport hoffentlich auf Gewährleistung. Hast du wieder fliegend totgeschlagen mit dem MacBook?